So some time ago, I was just checking my social media like everyone. And I just saw a post by someone calling the Egyptian government to close their southern borders because too many refugees from Sudan are going in. And this person saw that it's a nice idea that Egypt close its southern borders and just leave everybody to die in Sudan. I honestly think many people think the same, but away from this, I had this funny thought that Egypt is never going to close its southern borders. Actually, more realistically, that Egypt is going to close more its northern borders. Because many countries around the world will be interested to pay Egypt so much money to keep these refugees inside. Because nobody wants another crisis. Nobody wants hundreds of ships carrying illegal immigrants to Europe. And for this, they are going to pay Egypt so much money. And for this, Egypt will keep everybody as a hostage inside. That's why all the funds goes there, right? That's why everybody's sponsoring UNHCR projects for refugees in the Middle East, just to keep them there. That's why money is being sent to make art projects in Alexandria, just to keep them there. That's why all of these bullets are approved. All of these massacres just go unnoticed. Oh, that's better. I don't have anything here. That feels so good. Because, yeah, now we are in a different place, saying a different narrative. We are not there anymore. But maybe it's still nice to mention those who are still kept as hostages somewhere. I remember one of my favorite poets, the Syrian Kurdi Raad Saleh.
And you always have this very funny thought. And he called them the mafia of peace. These mercenaries of coups and revolutions. People who can turn into things, into funds. And those who will pay everything to keep people away. To build these walls and hold others. Besonders was Diskriminierungsdebatten angeht.
wie jetzt auch schon bei der Einführung oder bei dem Bewerbungstext steht, hatte ich ein bisschen was zu Österreich noch vorbereitet. Also Anfang 2022 war ein Viertel der gesamten Bevölkerung in der ersten oder zweiten Generation mit Migrationsbiografie. Im Durchschnitt ist jede fünfte Person außerhalb des Landes geboren. In Salzburgs Stadt sogar jede dritte Person. Die Stadt mit der größten Rate an Menschen mit Migrationsbiografie ist in Wien natürlich mit 48,7%. Dann kommt Vorarlberg mit 27,5% und dann schon Salzburg, also Salzburg-Land mit 23,9%. In Salzburg-Stadt besonders ist eigentlich jede dritte Person im Ausland geboren, im Durchschnitt. Und dazu, daher ist die Gesellschaft in Österreich tatsächlich sehr multikulturell geprägt, aber in öffentlichen Debatten wird es sehr wenig, sehr wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Das hat sich natürlich in 10 Jahren sehr viel getan, also es steigert sich. Hat sich in den letzten 10 Jahren sehr viel gesteigert. Die Situation ist aber so, dass eben der neuzeitliche europäische Kolonialismus und die NS-Zeit noch immer einen dunklen Schatten über die Gesellschaft erstrecken lässt, würde ich sagen. Ich will dann ein paar Beispiele vom ZAVA-Report geben, also vom Report von Zivilcourage und Antirassismusarbeit. 2022. Es wurden 1479 rassistische Vorfälle, vor allem im Internet, im öffentlichen Raum, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, in staatlichen Behörden und Institutionen, im Zusammenhang mit der Polizei, in Politik und Medien und in der Arbeitswelt dokumentiert. Das sind halt jetzt nur die, die dokumentiert sind. Es gibt natürlich auch Dunkelziffern. 68% der Meldungen betrifft den Online-Rassismus. Im Bericht 2021 wird auch dargestellt, dass Frauen doppelt so viel von Rassismus betroffen sind wie Männer in öffentlichen Räumen. Was auch den Zusammenhang von Rassismus und Sexismus widerspiegelt. Ach, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt euch ruhig auf die Tische setzen. Ich wollte auch noch einen kurzen Fall, der jetzt 2022 geschildert wurde, um halt mal auch so ein bisschen eklatante Beispiele zu geben. Eine schwarze Mutter steigt mit ihrem Kinderwagen in einen Bus. Nach ihr steigt ein Mann ein und stellt sich neben die Mutter mit dem Kind. Plötzlich schlägt er das schlafende Baby. Die Mutter interveniert und wird ebenfalls geschlagen. Von allen Zeugenden in dem vollen Bus geht nur eine Person dazwischen und fordert den Täter auf, sofort aufzuhören. Unbeeindruckt fährt der Mann fort, die Betroffenen zu beschimpfen und hebt dabei seinen Arm mehrmals zum Hitlergruß. Der Mann nimmt der einschreitenden Zeugin die Sonnenbrille vom Kopf, schlägt wild um sich und schlägt auch sie. Erst als der Konflikt wegen einer fehlenden Gesichtsmaske des Täters weiter eskaliert, hält der Fahrer den Bus an. Er bietet an, die Polizei zu rufen, macht aber keine Anstalten, sich weiter mit dem Vorfall zu beschäftigen. Ein anderer Fahrgast meint, dass sie als Ausländer besser nicht die Polizei rufen sollen, denn das würde nicht gut ausgehen und sie sollen einfach gehen. Eingeschüchtert verlassen die koagierte Zeugin sowie die Mutter und ihr Baby den Bus. Also 2022. In Salzburg. Das stand nicht da. Vor 2 Wochen, 14. Mai, im ÖBB-Railjet von St. Pölten nach Wien, kam es zu einer verstörenden Durchsage. Statt der üblichen Ansage schallte eine Hitlerrede mit Hitlergruß und mehreren nationalsozialistischen Siegesgrüßen durch den Zug. Die Täter wurden von der Staatsanwaltschaft Wien nach dem Verbotsgesetz angezeigt. Aber das war nicht der einzige, es waren noch 3 andere Fälle, also nach dem Fall waren noch 2 weitere solche Fälle. Also ich würde sagen, solche Vorfälle zeigen, dass tatsächlich es in Österreich noch ein Menschen
wirkliches Problem gibt. Und deswegen jede Beschäftigung mit Diskriminierung und gesellschaftlichen Konstrukten, die sie befördern, dringend notwendig ist. Genau, deswegen veranstalten wir auch heute dieses Podium. Ich möchte gerne die Referierenden heute vorstellen. Zuerst mal Agamia Ike, Schülerin und gerade auch Maturant in einem musischen Gymnasium. Ja, im Zuge der Wiederaufnahme der internationalen Black Lives Matter Bewegung im Frühjahr 2020 schloss sich Agamia der Bewegung an. Und es wurde ja auch in Zeitdruck Antifa-Zeitdruck gegründet und sie ist seitdem sehr aktiv bei Antifa. Und sie hat sich intensiv mit Alltagsrassismus, Rassismus im Bildungswesen in Österreich und mit intersektionellem Rassismus auseinandergesetzt. Dann haben wir Friederike Habermann, die heute extra aus Deutschland gekommen ist. Sie ist Volkswirtin, Historikerin und Aktivistin. Sie hat in den 1990er Jahren auch bei der zapatistischen Bewegung mitgemacht in Südmexiko. Ihre Doktorarbeit widmete sich dem Thema der Homo economicus und das andere, Hegemonie, Identität und Emanzipation. Sie hat zahlreiche wesenswerte Bücher publiziert, besonders die sich mit antikapitalistischer Wirtschaftsweise und Lebensweise auseinandersetzen. Genau. Dann haben wir Nedjad Vucevic. Er ist Sozialforscher und Junior Researcher im Fachbereich Soziale Arbeit der FH Salzburg. Weiter ist er Fortbildner der Beratungsstelle Extremismus, selbstständiger Trainer und Berater im Bereich Interkulturalität und Diversität. Er ist weiteres Buchautor und hat beispielsweise mit Alexander Ostmann das Buch Radikal gegen Extremismus, Theorie und Praxis 20-jähriger muslimischer Jugendarbeit herausgegeben. Genau, und jetzt haben wir Narina Chaudhry, aus Wien heute angereist. Sie ist Ostasienwissenschaftlerin, Autorin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Sie ist Mitbegründerin auch der Perida-Scene, diese Zeitschrift oder ja, Scene fördert und das Sichtbarmachen von asiatischen Diaspora in Österreich und ist 2020 gegründet worden. Weiters ist sie Mitbegründerin des Vereins Gewächshaus, der sich zum Ziel gesetzt hat, Diversität in Filmen zu fördern. Ihr Film Wegner, ein Heimatfilm, der 2020 erschienen ist, gibt einen sehr tiefen Einblick in das Leben und die Schicksale ihrer Familie, das sich in China und in Österreich abspielt. Und ja, also wirklich sehr sehenswert, wer das nicht gesehen hat. Ja. Ich habe vorhin schon erwähnt, also wir werden jetzt eben ein normales Podium haben, aber anschließend würde ich eben einladen zum Diskutieren mit dem Podium. Und dann gibt es dann jetzt einen interaktiven Part, wo Statement zu, wie wird Vielfalt respektvoll gelebt oder wie lebe ich das respektvoll. Da lade ich eben das Publikum auch ein, gerne ein Statement ein, also eben zu geben und gerne nach vorne zu kommen und das Mikro in die Hand zu greifen und das mit uns zu teilen. Und abschließend wird es dann von Lara das Gedicht geben. Also für mich ist wichtig, am Anfang zu betonen, ohne jetzt irgendwie eine Definition von dem Begriff geben zu wollen, dass Rassismus ein strukturelles Phänomen ist und nicht wie oft im alltäglichen Diskurs angenommen etwas Individuelles wäre, das sich äußert in lediglich in so Sachen wie Vorurteilen und irgendwelchen Alltagsaussagen, die rassistischen Inhalts wären, sondern eben ein strukturelles Phänomen ist. Und das heißt für mich, dass sich das auf drei Ebenen abspielt. Einerseits eben individuell in Annahmen, Vorurteilen, Zuschreibungen und so weiter und so fort, die wir im Alltag erleben müssen.
auf der anderen Seite aber auch institutionell, sprich in gesellschaftlichen Institutionen wie Schule, Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt und so weiter und so fort, in Gesetzen viel mehr. Und auf der dritten Ebene noch eine, die natürlich eng zusammenhängt mit der individuellen, nämlich auf kultureller Ebene, in Wissensbeständen, in Film, Musik und so weiter und so fort, mit Normen, Sitten und so weiter und so fort. Der kulturelle Aspekt hat Wissensbestände kreiert, die sich dann auf individueller, institutioneller und in gesamten struktureller Form widerspiegeln. Das heißt, struktureller Rassismus wird dann heißen individuell, institutionell und kulturell. Um ein Beispiel zu geben, das heißt, wenn dann eine Lehrkraft beispielsweise sagt, für einen Türken bist du eh gescheit, dann haben wir alle Formen von Rassismus, sprich individuellen Rassismus, strukturellen Rassismus, weil es von einer Machtposition ausgeht und dadurch viel schlimmer wirkt, als wenn das irgendwie jemand irgendwo in meiner Nachbarschaft beispielsweise zu mir sagt. Und dann noch zusätzlich eben auf Wissensbestände zurückgreift, wie ja, die Türken sind ja eigentlich dumm und es ist ein Wunder, dass du jetzt irgendwie eine Ausnahme bist und ich reflektiere nicht meinen eigenen Rassismus, sondern stelle mich als eine Ausnahme dar. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, wenn wir über Rassismus diskutieren, das eben als ein Phänomen zu sehen, das sich auf unterschiedlichen Ebenen abspielt. Danke, ich habe jetzt diese Grafik auch hinten eingeblendet, weil dann kann man vielleicht immer wieder im Gespräch so die Parallelen dazu ziehen. Wir wollen jetzt dann so zu den Ursprüngen des Rassismus überleiten und da würde ich Ihnen Friederike fragen, wo die liegen, wie hat er sich in Europa und vor allem in deutschsprachigen Raum historisch entwickelt und welche zentrale Rolle hat eben auch die Wirtschaft in diesem Zusammenhang? Ja, weil ich wusste, dass Sie reinkommen, habe ich ein paar Sätze aufgeschrieben am Anfang, die ich mir nicht so auswendig merken kann. Ich fange mal die zu lesen an. Amerigo Vespucci, der Seefahrer, nach dem Amerika benannt wurde, erklärte 1502, die Menschen Südamerikas seien weiß. Entsprechend beschrieb sie 1516 der Chronist des spanischen Hofes als weiß und ihre Haare, so fügte er hinzu, seien lang, glatt und gelb. Der Seefahrer Giovanni da Verazzoni schrieb 1524, er habe die Bewohner Nordamerikas mal als schwarz, mal als bronzen, mal als goldgelb und dann wiederum als zu weiß neigend empfunden. Auch die Chinesen nannte der Chronist Maximilian von Siebenbogen 1522 nach Augenzeugenberichten ein weißhäutiges Volk, welches den Deutschen ähnelt. Als weiß bezeichnete sie auch 1585 der spanische China-Spezialist Juan González. Dieser entdeckte jedoch noch einen Stich ins Dunkelgrüne. Sogar sehr weiß wurden sie 1625 bei dem auf die Herausgabe von Reiseberichten spezialisierten Engländer Samuel Bolchers. Es ist also nicht so, dass irgendwie diese Farben anfangs da waren. Es gibt 1684 dann in dem allerersten wissenschaftlichen Journal Europas unter dem Titel eine neue Einteilung der Welt, etwas, was dann die Ausdrücke Spezies oder Rassen benutzt. Und da überlegt der Autor aber noch, nach was man das machen könnte, nach Haaren, nach Nasen, was auch immer, und entscheidet sich aber tatsächlich für die Hautfarbe. Trotzdem ist es noch Jahrzehnte später, 40 Jahre später noch, wieder Zitate, das sagt die indigenen Amerikas seien White Man. Der Wechsel kommt mit Carl von Linné, der 1732 dann, der Name ist vielleicht auch einigen bekannt, der hat nicht nur Menschen, sondern alle Tiere und alle Pflanzen auch eingeteilt. Und 1732 macht er ein Buch, da sagt er, ja, die einen sind so rot werdend, die anderen sind so weiß werdend. Und das wird von Ausgabe zu Ausgabe röter und weißer. Und gut 30 Jahre später sind sie dann rot und weiß, übrigens ausgenommen vom also Homo europaeus, dann Albus weiß und Asiaticus war zuerst übrigens dunkelbräunlich, dann wird es doch hellgelb. Und Homo africanus hat keine Farbzuschreibung. Die Farbzuschreibung von schwarz und weiß findet man als erstes in den USA. Die ersten schwarzen, versklavten Menschen, die von einem Seefahrer gegen Lebensmittel eingetauscht wurden, wurden behandelt wie der Großteil der weißen Bevölkerung, die von Europa rüberkam. Weil auch die waren verschuldet.
und sind in der Regel erstmal auf 7 Jahre in die Schutzklaverei gegangen. Das war sozusagen das Modell, nachdem auch die ersten Schwarzen dann da waren. Wenn die dann frei waren, durften sie auch versklavte Menschen kaufen, und zwar Schwarze und Weiße, oder nicht versklavt, sondern in Leibeigenschaft, Schwarze und Weiße. Das hat sich dann langsam geändert und hört sich jetzt blöd an, aber wahrscheinlich so ein bisschen schon, weil es natürlich nach Hautfarben einfacher ist zu entscheiden, wer ist eigentlich gar nicht frei, sondern weggelaufen, und wer ist wirklich frei sozusagen. Außerdem hat man natürlich dann diese Privilegien auch gehabt von den Weißen, die dann immer sagen konnten, wir sind ja eigentlich weiß und andere stehen noch unter uns. Das war dann tatsächlich in den USA, merkt man dann im 17. Jahrhundert halt diese Zuschreibung von weiß und schwarz. Aber eigentlich mit diesem Rassenbegriff kommt es dann erst 100 Jahre später in dem Prozess, was ich mit Carl von Linné beschrieben hatte, beziehungsweise nochmal kurz darauf. Wir haben dann 1776 die amerikanische Unabhängigkeitsregierung, also der Sieg, die Unabhängigkeit, und da auch die Erklärung, alle Menschen sind frei und gleich und dürfen nach Glück streben. Dass es versklavte Menschen gibt, wurde einfach nicht benannt. 1789 haben wir dann die Französische Revolution. Da war es auch so, dass die Rechte der Frauen ausgerufen wurden und Olympe de Gouges 3 Jahre später unter der Guillotine war. Aber es war auch so, dass in den französischen Kolonien die Menschen einen Aufstand gemacht haben, sich befreit haben, gesagt haben, das gilt auch für uns, und auch akzeptiert wurden und auch Abgesandte in die französische Nationalversammlung geschickt haben. Was dann aber in dieser ganzen Zeit, wo alle Welt, sozusagen nicht alle Welt, aber moderne Welt von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit spricht, der Kapitalismus setzt sich durch, das Bürgertum kickt den Adel weg sozusagen. In dieser Zeit haben wir sowohl in Bezug auf Rassismus als auch in Bezug auf Geschlechtlichkeit einen wahnsinnig verdichteten wissenschaftlichen Diskurs, dass Frauen und Schwarze, weil dann läuft es auch auf diese Gegensätzlichkeit hinaus, nicht frei und gleich sein können, weil sie leider körperlich und physisch gar nicht in der Lage sind dazu, weil die Schäden sind nun mal anders und es geht leider nicht. Also tut uns leid. Wir sind ja für Freiheit und Gleichheit, aber biologisch ist es leider nicht möglich. Das ist der Hintergrund von dem, was wir als modernen Rassismus kennen. Ja, also oft, wenn wir eben von Rassismus Betroffenen reden, werden oft schwarze Menschen, kriegt man halt oft ins Bild, oder man stellt sich hier im deutschsprachigen Text Antisemitismus oft vor, aber was oft ausgeklammert wird, ist der antiasiatische Rassismus. Und da wollte ich eben Rena bitten, dass sie uns auch ein bisschen was dazu sagt, wie der historisch gewachsen ist, also koloniale Vergangenheit verknüpft ist, aber eben bis heute noch wirksam ist. Ich dachte, ja, also der antiasiatische Rassismus ist eigentlich bis zu Covid eigentlich hier im deutschsprachigen Raum oder auch speziell in Österreich nicht als Rassismus wahrgenommen worden. Und mitunter der Hauptgrund ist eigentlich, dass asiatisch gelesene Menschen sehr lange als Vorzeigeminderheit galten. Also es gab und gibt sehr viele positive Stereotype über asiatisch gelesene Menschen, also sie gelten als sehr leise, sehr tugendsam, sehr also sehr strebsam, und sie passen sich an in den Ländern, wo sie immigrieren, und man bekommt einfach nichts von ihnen mit, sie sind sozusagen die braven Migrantinnen. Genau, und sehr oft, beziehungsweise es ist eigentlich, die meisten Menschen haben überhaupt nicht bewusst, dass also es im deutschsprachigen Raum eigentlich schon sehr lange auch strukturellen Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen gibt. Also Maya hat schon die Kolonialgeschichte erwähnt, also es findet sich eigentlich schon in deutschsprachigen Texten im 14. Jahrhundert Erwähnungen über, also wie asiatische oder chinesisch gelesene Menschen als das Böse oder hinterhältig und
also dass die Gesichter nicht gelesen werden können, dass man nie weiß, was sie denken. Und also all diese also entmenschlichten Beschreibungen von asiatisch gelesenen Menschen gibt es schon sehr lange und es gibt eine Tradition davon. Und im Kolonialismus hat sich das auch fortgesetzt. Also man hat auch sehr oft, also die meisten Menschen wissen auch zum Beispiel nicht, dass Deutschland hat Kolonien gehabt in China auch, also Qingdao, die Stadt Qingdao war also deutsche Kolonie. Und auch Österreich hatte eine Kolonie in China, also zwar nur 16 Quadratkilometer von der Stadt Tianjin und auch nur 3 Jahre lang, aber trotzdem war es eine Kolonialmacht. Und mit dieser kolonialen Position wurden dann auch hier diese Vorstellungen verbreitet über die Menschen, über die sie geherrscht haben sozusagen. Und genau, und es gibt, also ich meine, bis heute so asiatische Figurinen aus dieser Zeit, also vom Anfang, also Ende 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, also die, diese Chinoiserie, wo sehr oft eigentlich also sehr rassistische Darstellungen von chinesisch oder asiatisch gelesenen Menschen gezeigt werden und das wird bis heute eigentlich nicht als eine rassistische Darstellung wahrgenommen. Genau, und jetzt zur näheren Vergangenheit, so zum Beispiel, also die Geschichte des anti-asiatischen Rassismus in Deutschland ist nochmal eine ganz andere als in Österreich, weil in Deutschland gab es die VertragsarbeiterInnen aus Vietnam und auch aus Korea. Und deswegen also gab es dort andere Wellen des Hasses gegenüber diesen Menschen, weil sie dort also in viel größerer Anzahl vertreten waren. Also zum Beispiel, also 1991 gab es einen Pogrom in Hoyerswerda gegen vietnamesische VertragsarbeiterInnen, also allgemein VertragsarbeiterInnen, aber vietnamesische waren da also sehr stark vertreten. Und 1992 in Rostock-Lichtenhagen genauso. Also da gab es also tagelange Belagerungen von einem Sonnenblumenhaus, das angezündet wurde. Die Polizei hat nicht eingegriffen. Also tausende Menschen waren vor Ort und haben diese Neonazis, die das gemacht haben, bejubelt. Und ja, genau. Also es ist und all diese Dinge wurden aber nicht als also struktureller Rassismus betrachtet. Und in Österreich gab es zwar jetzt nicht solche Pogrome, aber es wurde zum Beispiel auch vergessen, dass also die Briefbombenanschläge von Franz Fuchs, die hatten ja auch einen rassistischen Background. Und darunter war auch eine indische Familie, also auch eine asiatische Familie, wurde damals gezielt attackiert mit einer von diesen Briefbomben. Genau, und dann also bis zu Covid war das eigentlich alles nicht so präsent in der Medienöffentlichkeit oder im allgemeinen Bewusstsein. Also ich meine, auch heute ist es nicht wirklich präsent im allgemeinen Bewusstsein. Aber zumindest haben sich dann, also ist dieser anti-asiatische Rassismus auch im Alltag also viel stärker spürbar geworden, dadurch, dass ich kenne keine einzige asiatisch gelesene Person in Wien, die nicht auf der Straße in irgendeiner Form attackiert wurde oder also dass Menschen weggegangen sind, Straßenseite gewechselt haben, also weil ihren Schal vor das Gesicht gezogen haben oder solche Sachen, also zu Beginn von Covid. Genau, und seitdem ist das mehr ein Thema geworden, aber trotzdem durch diese Verschränkung eben von dieser Vorzeigeminderheit, diesem Mythos, ist es also ist heute schwierig darüber zu reden und auch die also Verschränkung von also, Sexismus und Rassismus spielt beim anti-asiatischen Rassismus auch eine große Rolle. Also diese Intersektionalität macht es auch manchmal schwerer, das zu benennen und auseinanderzuhalten, also was das jetzt eigentlich ist. Danke. Ich habe auch noch vergessen, es gab auch in der NS-Zeit eine Chinesen-Aktion 1944 in Hamburg, wo eine ganze Straße, asiatisch markierte Personen von einer ganzen Straße dann mitgenommen wurden und eingesperrt. Und also es ist auch in der NS-Zeit ein Thema gewesen, das aber ich bis vor kurzem noch nie gehört hatte. Und das ist echt fein, dass jetzt endlich mal darüber gesprochen wird, sich auch Gruppierungen, also halt asiatische Diaspora zusammentun und auch versuchen, sich in der Öffentlichkeit dazu zu äußern. Als nächsten Punkt wollten wir auch gerne ein bisschen über Romja und Sinti sprechen und ich bitte alleine das Wort geben. Genau, also eine Diskriminierungsform, die wir oft vergessen, ist die des Antiziganismus.
Antiziganismus ist die Feindlichkeit gegenüber Roma und Sinti oder auch die Ausgrenzungs- bzw. Verfolgungspolitik dieser Bevölkerungsgruppe. Roma und Sinti sind circa im Mittelalter, so im 15. Jahrhundert, aus Pakistan und Indien nach Europa gezogen und gewandert. Das heißt, diese Bevölkerungsgruppe hat eine schon sehr lange Leidensgeschichte. Während des Mittelalters wurden sie oft als vogelfrei erklärt oder auch versklavt. Dann geht die Geschichte weiter, und zwar im Zweiten Weltkrieg wurden Romi und Sinti ebenfalls systematisch eingesperrt, in Vernichtungslager gebracht und ermordet. Heutzutage verfolgen wir sie vielleicht nicht mehr, aber die Aggression ist trotzdem sehr stark und fällt leider den wenigsten auf. Vielleicht wissen wir einige von euch, dass in Wien einige politische Plakate mit dem Spruch Roma raus beschmiert wurden oder dass es 2016 einen sehr ernsten Brandfall gab, wo Zelte angezündet wurden und auch Kinder verletzt wurden unter anderem. Das heißt, Antiziganismus ist nicht nur das Z-Wort und diese Leute sind vielleicht arm, sondern dass es wirkliche Gewaltakte gibt gegen Romi und Sinti in Österreich. Und das Problem ist auch, dass die Barriere zu klein ist. Also wir reden nicht genug darüber, weil es nicht in unserem Sichtfeld ist sozusagen, es kümmert die meisten Menschen nicht und daher ist uns nicht bewusst, wie ernst das Problem für Romi und Sinti heutzutage eigentlich noch ist. Ja, ich wollte dann wieder kurz auf den Zara-Bericht oder auf Zara zurückgehen. Der Bericht verdeutlicht, dass in den vergangenen Jahren das antimuslimische Rassismus dort einer der größten Herausforderungen auch in österreichischen Diskriminierungsdiskursen ist. Deswegen würde ich dich, Nejat, gerne bitten, dass du uns auch dazu näher einen Einblick geben kannst. Sehr gerne. Ich habe mir auch einen kleinen Spickzettel geschrieben, weil es doch ein paar Punkte gibt, die mir Anliegen sind, hier in dem Kontext auch anzuführen. Also das, was Sie auf jeden Fall merken, antimuslimischer Rassismus wächst. Was bei diesem Phänomen ganz wichtig ist, ist, es beschränkt sich nicht auf den Islam per se, sondern auf alles, was muslimisch gelesen wird. Als gute Beispiele dafür können wir hervorheben, also als gute Beispiele unter Anführungszeichen bitte, das Attentat in Hanau, das in einer Shisha-Bar stattgefunden hat. Warum gerade eine Shisha-Bar, was hat die mit dem Islam zu tun per se? Natürlich nichts, aber es ist das, was halt dem islamischen Kulturkreis im Allgemeinen zugeschrieben wird, genauso auch das Genozid gegen die bosnischen Musliminnen in den 90er Jahren. Genauso hat sich nicht dann gegen praktizierende oder religiöse Muslime gewandt, sondern an jeden, der halt in die Mohammed, Fatima, Aisha oder wie auch immer hieß, war Grund genug, um verfolgt zu werden, vertrieben zu werden, getötet zu werden. Und es ist jetzt im europäischen Kontext auch etwas und auch im österreichischen Kontext natürlich vermehrt. Ich würde sagen, es ist so der Mörtel, der Kitt, der unterschiedliche rechtsextreme Gruppen zusammenhält weltweit, ist so der antimuslimische Rassismus. Wir haben es ganz gut gemerkt, auch wieder gut und Anführungszeichen bei dem Attentäter von Broadchurch in Neuseeland 2019, oder war das mittlerweile 20, bin mir nicht mehr sicher, ich glaube 2019, wo die Waffe beschriftet worden ist mit irgendwelchen serbisch-faschistischen Heldenliedern über Mörderinnen und Mörder an der muslimischen Bevölkerung wiederum in Bosnien und der das irgendwie so quasi gefeiert hat oder sich so mit diesen Liedern motiviert hat, dieses Attentat in der Moschee in Broadchurch in Neuseeland durchzuführen. Das zeigt uns also eine breite Palette, wie er wirkt, und zusätzlich kommt dann meiner Meinung nach noch eine Ebene dazu. Es ist auch ein Rassismus, der in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten in Österreich weltweit verbreitet ist. Von konservativer Seite ganz klar, weil Islam ist das Böse schlechthin, aber genauso auch in liberalen Kreisen aufgrund einer vielleicht starken Ressentiments gegenüber Religion, zusätzlich dann noch einmal auch eine starke Ablehnung, starke rassistische Tendenzen auch in liberalen Kreisen sichtbar sind. Und das Ganze würde ich gerne abschließen, um nochmal auf die Ebenen einzugehen. In Österreich sehen wir das vor allem dann auch noch zusätzlich, dass es nicht nur etwas Individuelles ist, das da in den Köpfen und in den Vorurteilen herumschwirrt, sondern es ist vor allem ein strukturelles Problem. Wenn man sich das Parteiprogramm der vorletzten Regierung anschaut und auch der letzten, da kommt das Wort politischer Islam öfters vor als Klimawandel oder sonstigen Fachkräftemangel und sonstigen Probleme, die wir haben. Und die antimuslimische Politik findet oft unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den sogenannten politischen Islam statt. Alles, was irgendwie nicht passt, wird sehr schnell als politischer Islam deklariert.
und dagegen vorgegangen. Jeglichen kritischen Stimmen, gesellschaftspolitisch engagierten Menschen verlieren ihre Jobs, werden gekündigt, werden ausgeladen, werden diskriminiert. Und vor allem auch, was ich zum Schluss an einem Beispiel hervorheben möchte, auch, ich weiß nicht, ob ihr von der Operation Luxor mitbekommen habt, vor 2-3 Jahren, die stattgefunden hat, eine der größten polizeilichen Aktionen der Zweiten Republik, ich glaube 900 Sicherheitsbeamte im Einsatz, zig Wohnungen, 50 Wohnungen, die gestürmt worden sind, mitten in der Nacht, Kinder geweckt worden sind, auf die Straße geschmissen, geworfen worden sind, zugeschaut haben, wie ihre Eltern brutalst niedergeknüppelt worden sind, teilweise im Regen stehen gelassen worden sind, traumatisierte Kinder in die Therapie geschickt worden sind. Alles das unter dem Deckmantel Kampf gegen die vermeintliche Muskelbruderschaft, die unsere Gesellschaft unterwandert, politischer Islam, die tun zu freundlich, aber in Wirklichkeit sind es als Sozialarbeiterinnen getarnt, als Politikerinnen, als Aktivistinnen in unterschiedlichen Institutionen, und diese Menschen würden angeblich eine schleichende Islamisierung vorantreiben. Jetzt 2-3 Jahre später, all diese Vorwürfe sind fallen gelassen worden und es ist auch total, also überhaupt nichts dahinter. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Überwachungsmaterial von Persönlichkeiten und Netzwerken und sonst irgendwas. Und das alleine schon ist etwas, wo man sich denkt, so, okay, was ist alles möglich in Form von strukturellem Rassismus in diesem Land? Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ich möchte jetzt keine Umfrage machen, aber jeder soll sich fragen, was habe ich davon mitbekommen? Wie viel habe ich davon mitbekommen? Und man muss sich die Frage stellen, wo war der Aufschrei innerhalb der Gesellschaft und vor allem hier auch innerhalb der politischen Parteien? Eine einzige Partei, die wirklich die Stimme erhoben hat, das waren die NEOS, in Form von einer Person, Stefanie Crisper, glaube ich, heißt die Menschenrechtssprecherin von der Partei, die immer wieder Anfragen gestellt hat. Ansonsten gähnende, wie sagt man, stille, leise, überhaupt keine Thematisierung oder sonst irgendetwas. Und diese Erfahrungen machen aber die Runden. Menschen wandern deswegen aus. Menschen fühlen sich nicht sicher, Menschen stellen sich die Frage so quasi, weil es auch Menschen getroffen hat, die jahrzehntelang in der Menschenrechtsarbeit, im interkulturellen, interreligiösen Dialog tätig waren, die sich halt auch gesellschaftspolitisch geäußert haben, sich die Frage stellen, okay, wozu das Ganze, weswegen das alles hier, und ich glaube, das sollte uns irgendwie einerseits Sorgen machen, und auf der anderen Seite uns auch nochmal vor Augen führen, wie wichtig diese Gespräche hier sind und wie wichtig das auch ist, hier sich zu vernetzen und vor allem sich auch zu überlegen, wie kann man da auch strukturell etwas dagegen tun oder zumindest die Stimme erheben oder diese Dinge einmal sichtbar machen. Danke, wirklich sehr interessantes Thema und ja, fand ja wirklich ein Brain Drain auch dadurch statt. Also auch in Salzburg gab es eine recht... Also an der Uni auch ein Lektor, der komplett ausgewandert ist, oder? Was macht das eben mit Menschen im Alltag, also der Alltagsrassismus, aber auch der strukturelle, institutionelle Rassismus? Er ist auf jeden Fall nicht gesund, und dazu würde uns die Malania was sagen, was über Mikroaggressionen, internalisierten Rassismus und die gesundheitlichen Auswirkungen. Genau, also reden wir mal über Mikroaggressionen. Mikroaggressionen sind die häufigste Form des Rassismus, können aber verschiedene marginalisierte Gruppen betreffen. Grundsätzlich, ganz einfach gesagt, bedeutet das, dass subtile alltägliche Demütigungen und Herabsetzungen gegenüber Menschen passieren. Der Unterschied zwischen einer Mikroaggression und einer herkömmlichen Aggression, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass die Aggression ausführende Person, dass der Person nicht bewusst ist, welche Folgen das hat. Das heißt, es ist nicht böse gemeint oder sie sind sich nicht bewusst, wie ernst eine Handlung oder ein Kommentar war. Das ist mal der Unterschied zwischen Aggression und Mikroaggression. Bei Mikroaggressionen gibt es 3 Kategorien. Die erste ist die der Mikroangriffe. Das heißt, das können nonverbale oder verbale Angriffe sein. Einfach gesagt, offener Rassismus. Also wenn jetzt jemand das N-Wort sagt, ist klar, das ist rassistisch. Kann man nicht hineininterpretieren, das ist ein Mikroangriff. Dann gibt es auch Mikrobeleidigungen. Das sind unterschwellige Kommentare, oft auch über die Identität oder Herkunft einer Person, wie beispielsweise die Frage, wo kommst du her oder wo kommst du wirklich her. Der Grund, wieso das eine Mikroaggression ist, dass die meisten Menschen, die diese Frage stellen, weil sie darauf hinaus wollen, dass du nicht aus diesem Land kommst, wo man sich gerade befindet. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, woher komme ich, dann nehme ich an, dass die Person das nur wissen möchte, weil sie weiß, dass ich
nicht weiß bin, sieht es offensichtlich, und herausfinden möchte, wieso, und dass ich nicht österreichisch genug bin, zum Beispiel. Die dritte Kategorie ist die der Mikroentwertungen. Das passiert, wenn Gefühle oder Erfahrungen einer Person entwertet und abgewertet werden. Also man erzählt von einer rassistischen oder sexistischen Erfahrung und dann sagt die Person, nein, das war nicht so gemeint, das war ein Scherz oder es ist nicht so schlimm, ach, das passiert gar nicht. Also die Erfahrungen werden nicht ernst genommen und damit wird auch das Problem nicht ernst genommen. Weitere Beispiele für Mikroaggressionen wären, du hast aber große Augen für einen Asiaten oder du bist so hell, du bist gar nicht schwarz. Also solche Kommentare, die man vielleicht abschreiben könnte, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, eigentlich ziemlich rassistisch sind. Nun haben Mikroaggressionen auch sehr starke Folgen für unsere Gesundheit. Diskriminierung ist ein sozialer Stressor. Das heißt, wenn wir unter Stress gesetzt sind, löst das eine psychologische Reaktion aus, wie zum Beispiel eine erhöhte Herzfrequenz oder erhöhten Blutdruck. Das heißt, Menschen, die oft diskriminiert werden, sind der Gefahr gesetzt, dass sie einen höheren Blutdruck haben, was für bestimmte Gruppen eigentlich sehr gefährlich sein kann. Es gibt zu diesem Thema wenige Studien, aber die es gibt, zeigen sehr traurige Resultate. Unter anderem eine Studie aus den USA, wo Racial Differences im Schlafmuster analysiert wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die afroamerikanischen TeilnehmerInnen einen weniger tiefen Slow-Wave-Schlaf hatten. Ein Slow-Wave-Schlaf ist ein tiefen Schlafzustand, den wir mit Ruhe verbinden. Das heißt, Menschen, die stark diskriminiert werden, schlafen sehr schlecht. In einer anderen Studie wurde auch bekannt gegeben oder wurde erforscht, wie Suizidgedanken und Mikroaggressionen zusammenhängen. Und da hat man gesehen, dass StudentInnen mehr Suizidgedanken haben, also umso häufiger Suizidgedanken haben, desto mehr Mikroaggressionen sie erleben. Also eigentlich ist es auch lebensgefährlich. Eine andere Studie zeigt, dass Personen berichten, bestimmte Spannungsgefühle zu haben, die dann zu körperlichen Anspannungen oder Angstzuständen führen oder dass sie Verdauungserkrankungen bilden, wie zum Beispiel eine Refluxerkrankung oder eine Erkrankung im Verdauungstrakt. Also ist es eigentlich sehr ernst, wenn man darüber nachdenkt. Die Daten zeigen klar, dass rassistische Mikroaggressionen ein niedrigeres Selbstwertgefühl hervorrufen, das Stressniveau erhöhen, Depressionen und auch Suizidgedanken hervorrufen. Auf der körperlichen Seite kann man sehen, dass Mikroaggressionen Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Schlafstörungen sowohl als auch hohen Blutdruck hervorrufen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man übersensibel reagiert bei Mikroaggressionen, weil es auch ernsthafte Folgen hat für die Gesundheit und das ist etwas, was die Gesellschaft auf jeden Fall ändern sollte, näher darauf einzugehen und nicht angegriffen zu reagieren, wenn man jemanden zum Beispiel darauf hinweist, nicht die Frage oder die Frage umzuformulieren, woher kommst du wirklich? Denn wenn man das jeden Tag hört, sind es wie tausende Nadelstiche, die irgendwann wirklich seine Wunde werden. Und das wollte ich zu dem Thema noch mitgeben. Was auch sehr interessant ist, ist internalisierter Rassismus, also internalisiert heißt verinnerlicht. Und kurz gesagt, verinnerlichter Rassismus ist die Tendenz einer Person, die einer historisch unterdrückten Gruppe angehört, das Erbe und die Identität dieser bestimmten marginalisierten Gruppe abzulehnen. Man könnte verinnerlichten Rassismus auch als soziale und psychologische Gehirnwäsche ansehen. Das passiert oft bei Menschen, die in einem vorurteilgeprägten Umfeld aufwachsen und daher die Diskriminierung der eigenen Gruppe, zum Beispiel in den Medien, im Bildungswesen, in der Religion oder in der Gemeinschaft die Norm ist. Und daher fangen diese Menschen an, um ihren inneren Identitätskampf zu bekämpfen und den zu kompensieren, fangen Menschen an, andere MitgliederInnen dieser Gruppe zu entwerten und zu erniedrigen und auch ihr eigenes Selbst zu unterdrücken. Genau. Was ein typisches Merkmal von verinnerlichtem Rassismus ist, wäre zum Beispiel, dass diese Menschen oft ein weißes Schönheitsideal haben. Das heißt, man sieht sich selbst nicht als schön, sondern nur das Ideal der Mehrheitsgesellschaft, die meistens weiß ist. Oder dass man sich weigert, mit anderen People of Color eine Beziehung zu führen,
weil diese nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen und daher auch nicht als schön angesehen werden oder dass man selbst irgendwelche Stigmen gegenüber anderen POCs hat. Was auch oft vorkommt, ist, dass Menschen ihre phänotypischen Merkmale, die sie eben von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden, dass sie sich dafür schämen. Also Haare, Hautfarbe, Augenform und so weiter und so fort. Bei internalisierten Rassismus ist es eigentlich auch sehr traurig zu sehen, weil es verschiedene Seiten gibt. Auf einer Seite kann es zum Beispiel auch sein, dass jemand versucht zu überkompensieren für den Defizit, den man meint, den man hat, aufgrund der Hautfarbe oder des Aussehens. Also überkompensieren in politischer, sozialen, beruflichen oder akademischen Weise, weil man eben sonst nicht genug wäre. Oder die andere Seite, dass man das eigene Potenzial und die Fähigkeiten und die Intelligenz sehr stark unterschätzt, weil man eben diese Nachricht von der Gesellschaft immer mitbekommt. Danke. Möchte noch wer von euch was ergänzen? Vielleicht ist das, was ich ergänzen möchte, also auch das nächste Thema, das wir auch geplant haben, also mediale Repräsentation, also internalisierter Rassismus wird eben auch erzeugt durch mediale Repräsentation. Mittlerweile haben sich filmische Bilder zum Glück ein bisschen geändert, aber ich kann mich erinnern, so in meiner Kindheit waren es halt, also die guten Frauen oder die, also Heldinnen oder die Hauptprotagonistinnen in Filmen waren halt meistens blond und weiß und dunkelhaarige Frauen. Also es mussten nicht einmal jetzt People of Color oder schwarze Menschen sein. Ich meine, es war damals schon, die dunkelhaarige Frau war halt schon oft eben die Böse sozusagen. Also genau, ist nicht das Schönheitsideal. Und ich habe auch vor einem Jahr ein Gespräch gehabt mit einer befreundeten Opernsängerin, die japanischstämmig war, und sie hat gesagt, sie arbeitet in Wien seit 10 Jahren als Opernsängerin, kriegt aber eigentlich nur Rollen als Hexe. Und mittlerweile hat sich das zum Glück geändert. Also es gibt Veränderungen, aber es ist halt sehr langsam. Ja. Nedjad, magst du vielleicht auch noch ein bisschen auf das Bildungswesen eingehen? Wie da, wie tief da auch rassistische Muster vorkommen und sich auswirken, auch eben auf sehr junge Menschen schon? Sehr gern. Wenn ich da nochmal kurz dazu sagen darf, ich finde auch das Thema internalisierter Rassismus ist so eine Sache von irgendwie man hat das Gefühl, als wenn man einmal Rassismus erfährt, man sieht sich irgendwie selbst immer, und wenn man sich selbst als diskriminierbar erfährt, immer mit so einer zweiten Brille, mit so einem anderen Paar von zwei Augen. Und die ganze Zeit ist so dieses Gefühl so, all das, was ich mache, wie wird das von der anderen Seite interpretiert werden? Und ich finde, das ist auch schon dieses ständige Nachdenken, habe ich jetzt das Vorurteil bestätigt oder habe ich doch das Vorurteil vielleicht entkräftet und habe jetzt die Person zum Umdenken angeregt? Immer so dieses Gefühl, irgendwie nicht einfach nur sein zu können und dann Spaß zu machen oder was Gutes zu machen, und ich habe es einfach gemacht, sondern immer so wieder, wirkt sich das jetzt gut aus auf das Bild über wer auch immer das einmal, oder wirkt sich das eventuell das Ganze negativ aus? Und ich finde das auch etwas unglaublich Belastendes, allein dieses Spiel die ganze Zeit spielen zu müssen. Und dürfte ich bitte nochmal das Beispiel, was wir gestern diskutiert haben, nochmal vielleicht ein bisschen so zum Nachdenken anzuregen. Rita Walker, eine afroamerikanische Psychologin, hat ein wunderschönes Buch verfasst, meiner Meinung nach. Das nennt sich An Unapologetical Guide to Black Mental Health. Und da sagt sie etwas, was mich ein bisschen umgeworfen hat. Zuerst wusste ich nicht, wie mit dem umzugehen, aber wenn es zumindest das war, um mich ein bisschen intensiver mit dem Thema internalisierter Rassismus auseinanderzusetzen, dann war es schon wertvoll. Nämlich die hat gesagt, dass die Art und Weise von Mikroaggressionen, Rassismen, die schwarze Menschen in den USA momentan erleben, sind schlimmer als die Sklaverei. Ich möchte das einfach mal so wirken lassen. Okay? Sie hat gesagt, diese Formen von Rassismus, die man tagtäglich erlebt, dieses ständige Nachdenken, ist das jetzt rassistisch, habe ich nicht, oder ist es doch, muss ich meinen Akzent anpassen, muss ich nicht. Das ganze Denken ist auf einer psychischen Ebene viel schlimmer als die offensichtliche Unterdrückung, in Ketten geworfen zu sein und zu wissen, okay, das ist der Feind und gegen den richte ich so quasi meinen Kampf für die Befreiung. Man mag über dieses Zitat denken, was man möchte. Ich wollte es einfach nur mal so droppen und einfach im Raum stehen lassen, um darüber nachzudenken, welche schwerwiegenden Worte Menschen, die betroffen sind von dem Rassismus, für diese Mikroaggressionen haben. Damit es nicht irgendwie so verkommt, so,
ja, mein Gott, na, wie du sagst, übersensibel, jetzt, du hab dich nicht so, ich habe auch ein Piercing und werde deswegen komisch angeschaut oder was auch immer das hier für Aussagen gibt von weißen Menschen manchmal, wenn man sie halt konfrontiert mit den rassistischen Gehaben. Und vielleicht ist auch wirklich dieses Zitat auch etwas, über das wir dann später diskutieren können. Um zu dem zurückzukommen, im schulischen oder im Bildungssettings erlebe ich, dass das, sage ich jetzt einfach mal, das ist jetzt keine im Sinne einer empirischen Studie, sondern ich erlebe die österreichische Lehrkräfte als massiv überfordert, was das Thema angeht. Will sie einerseits so ein bisschen in den Schutz nehmen, weil auch viel zu wenig angeboten wird in diese Richtung. Wir sind zwar irgendwo auf dem Papier eine Migrationsgesellschaft, aber sind es in den Strukturen überhaupt nicht und haben das null realisiert und wollen es nicht realisieren, dass man endlich das auch, dass sich das dann im Schulsystem und in allen anderen Systemen auch widerspiegeln muss, weil sonst kommen die ganzen Probleme, dann landen sie schlussendlich bei den Lehrern, von denen dann erwartet wird, dass sie alles recht zurechtbügeln müssen, was irgendwie systemisch schief läuft. Das heißt, da will ich sie auch so ein bisschen in den Schutz nehmen. Auf der anderen Seite aber führt das dazu, dass dann Aussagen fallen, die zutiefst problematisch sind, Verhaltensweisen und Haltungen an den Tag gelegt werden, die zutiefst problematisch sind und wo in vielen Fällen dann nicht aber diese Haltungen von Lehrkräften problematisiert werden, sondern von Jugendlichen, die vielleicht auf eine unangebrachte Art und Weise auf diese Aggressionen, Mikroaggressionen oder was auch immer das auch sein mag, reagieren. Und das betrifft nicht nur, wie man meint, vielleicht Lehrkräfte aus Mittelschulen und Hauptschulen, das wird gern so irgendwie gern in diese Ecke gesteckt und das ist wieder ein Klassismus, der hier betrieben wird, sondern auch in Gymnasien und so, wo man sich denkt, naja, Weltoff und humanistisch und was auch immer. Und nur um ein Beispiel wiederzugeben, wie das passiert, ich mache das gern so bei so Workshops und bei Runden, wenn das Thema halt irgendwie, um halt ein Thema zu starten, zu sagen, okay, inwiefern betrifft euch, was auch immer gerade das Thema ist, Rassismus oder Interkulturalität und Diversität, und dann kommt sehr oft das Reden über Anzahl von Menschen oder von Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Was einmal fürs Erste gar nicht rassistisch sein mag. Aber es geht dann in die Richtung, dass da Leute sagen, so, ja, bei uns sind es 80%, 80% Vorschläge und so. Dann kommt, ja, bei uns sind es nur 20%. Und dann kommt die Champions League von den Aussagen ist so in die Richtung, ja, bei uns ist nicht so schlimm, bei uns sind es nur 7%. Und es wird so eine Art, wie so ein Vergleich, was schlimmer ist anhand von der Zahl von Personen, die sich dort wiederfinden. Und wenn man Menschen darauf anspricht, dass das schon in meiner Haltung zutiefst problematisch ist und rassistisch ist und dass ich diese Haltung auch gegenüber meinen Schülerinnen und Schülern auch transportiere, in der Art und Weise, wie ich sie dann wahrscheinlich behandle oder wie ich mich übergebe, dann wird das oft vielleicht gar nicht mal gesehen. Und da erwähne ich dann gar nicht die offensichtlichen rassistischen Diskurse, die stattfinden und wo auch vermehrt auch die Erfahrungsberichte von Jugendlichen sind, dass sie irgendwie sehr oft die Lust drauf verloren haben, überhaupt irgendetwas zu sagen. Weil sie das Gefühl haben, dass das Ganze unterschätzt wird, belächelt wird oder eben Aussagen fallen wie, ja mein Gott, na, ist halt passiert und hab dich nicht so und wir können das jetzt nicht in die große Glocke hängen. Und das passiert also im Bereich des Rassismus sehr oft im schulischen Kontext. Aber auch vermehrt, was ich aus meiner Erfahrung merke, auch hinsichtlich Sexismus und so weiter und so fort. Man spricht nicht über diese Sachen sehr gerne. Es passieren furchtbare Dinge und man kommt kein Stückchen weiter, weil es zum Beispiel Lehrkräfte gibt, die sich dessen nicht annehmen wollen, Schulleitung blockiert, externe Organisationen dadurch halt von außen nichts machen können, weil dann heißt es, ihr stellt uns, unterstellt uns etwas und so weiter und so fort. Ich wollte nur kurz noch erwähnen, weil das vielleicht in der Debatte nicht so rüberkommen würde. Also nur weil wir jetzt über Vorfälle von Mehrheitsgesellschaft und migrantischen oder migrantisierten Personen reden, das heißt nicht, dass man auch in migrantisierten Gruppen genauso viel Bildungs- und Kommunikationsarbeit, also antidiskriminierende, machen sollte, weil da gibt es durchaus kulturelle Probleme auch und auch Sexismus, Xenophobie und Ableismus, also mehrere Kategorien der Diskriminierung. Und deswegen wäre es eigentlich so ein
Gesellschaft da auch was zu tun, egal welchen kulturellen Hintergrund man hat. Ja, von der Bildung jetzt hin zu den Medien, weil die hängen ja sehr stark miteinander zusammen, da würde ich Ihnen dann an Rena gleich übergeben, dass eben sowohl diskriminierendes Denken als auch rassistische Strukturen sich in Medien widerspiegeln, sei es von Kinderbüchern, Schulbüchern über Fachbücher im Journalismus, in der Belletristik, aber auch in Bildern, überhaupt Musik, Theater, Videos und Filmen. Rena, wir haben schon vor ein paar Jahren mal über das Lied frei gelesen, ihr wisst, wie es weitergeht, geredet. Mir war das vorher noch nicht bewusst, vielleicht magst du darauf eingehen, wieso dieses Lied rassistisch ist. Und dann noch überhaupt, ja, wie Medien so einen großen Einfluss haben auf dieses rassistische Denken. Mhm. Also zu diesem Lied konkret, ja, dieses bekannte Kinderlied, also im deutschsprachigen Raum. Und mir war es als Kind schon immer unangenehm, aber ich habe nicht genau gewusst, warum. Und ich habe jetzt dann vor ein paar Jahren recherchiert und auch also einen Hintergrund dazu gefunden. Und zwar, also das Lied, also der zweite Teil von diesem Satz hieß eigentlich ursprünglich drei Chinesen ohne Pass, beziehungsweise drei Japaner ohne Pass. Da gibt es halt so unterschiedliche Entstehungsgeschichten. Also das war eigentlich ein Lied über, wie sagt man, genau, Racial Profiling, genau. Also da ging es darum, also ich glaube, dass es auch im Zuge von diesen, also Razzien in der NS-Zeit hat das auch eine Rolle gespielt, dass es zu der Zeit auch verbreitet wurde. Aber ich habe dann auch so Hintergründe gefunden, dass es in der Schweiz auch eine Zeit gegeben hat, wo also chinesisch oder japanisch gelesene, also ja, also direkt also chinesisch oder japanische Menschen also polizeilich verfolgt wurden. Genau, und ja, aber das Lied also wurde und wird eigentlich, beziehungsweise das, was es erzeugt hat in asiatisch gelesenen Kindern, war halt dieses Gefühl, dass man als fremd wahrgenommen wird, dass als fremd markiert wird. Nachdem, also wenn man im Kindergarten dieses Lied gesungen hat und man dann raus, also immer angeschaut wurde, wenn dieses Lied gesungen wurde. Genau. Ja, und das ist halt wieder so ein gutes Beispiel zur Verharmlosung von antiasiatischem Rassismus und zur allgemeinen medialen Repräsentation. Zum einen ist da, also es gibt da so einen ganz also praktischen Test, den Sie selber zu Hause dann ausprobieren könnten. Also überlegen Sie sich Filme, die Sie kennen oder Filme, die Sie gerade so im Fernsehen oder wo auch immer Sie Filme schauen sehen. Und also stellen Sie sich diese drei Fragen. Gibt es in dem Film eine oder mehr Protagonistinnen, die nicht weiß sind, also entweder schwarz oder people of color oder migrantisch sind, die Namen haben in diesem Film? Erste Frage. Zweite Frage, sprechen diese Menschen miteinander in dem Film? Also in dem deutschsprachigen Raum füge ich noch dazu, sprechen sie im akzentfreien Deutsch miteinander? Und die dritte Frage ist, und reden Sie über ein Thema, das nicht mit Verbrechen zu tun hat? Akustisch nicht verstanden. Akustisch möchte ich das verstanden. Der letzte Satz, bitte. Der letzte Satz, also sprechen diese Menschen in diesem Film über etwas anderes außer Verbrechen? Ach so. Ja. Genau, also im englischsprachigen Raum ist man schon weiter, also mittlerweile mit den ganzen Streaming-Plattformen und so gibt es schon sehr, also viel Repräsentation von BIPOCs, also schwarze Menschen und People of Color, aber im deutschsprachigen Raum ist man da noch sehr hinterher. Und also auch also also nicht jetzt nur in Filmen, sondern auch in journalistischen Medien. Also wenn Sie sich jetzt Fernsehen anschauen, ORF oder auch deutsche öffentlich-rechtliche Sender, werden Sie feststellen, dass ja, also immer noch das Bild, das medial repräsentiert wird, nicht der Gesellschaft entspricht. Also wir haben ja am Anfang schon diese Zahlen gehört, wie sich die Gesellschaften eigentlich zusammensetzen, aber die sind einfach nicht sichtbar. Und also wenn sie dann sichtbar werden, sind das dann auch also stereotype Vorstellungen von also meistens weißen RedakteurInnen, Filmschaffenden, die diese rassistischen Stereotypen-Darstellungen also reproduzieren. Also du hast ja vorhin auch schon darüber geredet, also dass es erschreckend ist, dass es überhaupt keinen Aufschrei gab, also
nach der Operation Luxor, dass sich dieser antimuslimische Rassismus in Österreich so komplett normalisiert hat. Und das ist auch eigentlich aufgrund von medialen Darstellungen. Also ich habe zum Beispiel, also es gibt gerade, also in Wien wird sehr oft der Film Edelweiß gezeigt. Ich weiß nicht, ob das in Salzburg schon angekommen ist. Also Edelweiß ist ein Film von Anna Gabasik und es geht um Rassismus in Österreich, wo Rassismusbetroffene selber zu Wort kommen. Und da gibt es eine Szene in dem Film, wo eine muslimische Frau, also die erst vor kurzem eigentlich nach Österreich gezogen ist und so erschrocken darüber war, wie sie FPÖ-Plakate gesehen hat. Also wo, also ich glaube, das war 2020, wo es gerade Plakate gab, so, keine Ahnung, Stephansdom und Frauen mit Kopftuch und Österreich darf nicht islamisiert werden, keine Ahnung, irgend sowas. Und diese Frau hat zum ersten Mal in einem europäischen Land gelebt und sie hat Todesangst bekommen plötzlich. Sie hat das nicht gewusst. Sie hat nicht gewusst, dass es diese Haltung gibt gegenüber muslimischen Menschen hier in Österreich. Und das fand ich halt für mich in dem Moment auch so arg, weil ich hätte jetzt, wenn ich dieses Plakat gesehen habe, war das halt so, ja okay, typisches FPÖ-Plakat, aber ich hätte mich jetzt nicht so schockiert darüber, weil eben diese Art von rassistischen Darstellungen so normalisiert wurden. Genau, und sie hat dann auch erzählt, dass das kurz danach, nachdem sie das Plakat gesehen hat, war dieser Anschlag, also dieser 2. November-Anschlag. Und danach hat sie sich nicht getraut, auf die Straße zu gehen, weil sie gedacht hat, wenn sie als muslimische Frau wird sicher beschuldigt sozusagen, also oder in Mitschuld gezogen, weil eben der Attentäter einen muslimischen Background gehabt hat. Und also es gibt halt einerseits also so mediale Repräsentation, einerseits die Nicht-Repräsentation, dass also People of Color, falls Menschen gar nicht sichtbar werden, also gesehen werden, und zum anderen eben diese Stereotypisierung. Und was ich noch sagen wollte ist, also es gibt mittlerweile Studien, die nachweisen, dass wenn man Menschen nicht sieht, also entwickelt man auch keine Empathie diesen Menschen gegenüber. Also dadurch, dass asiatisch gelesene Menschen, schwarze Menschen so selten repräsentiert werden, werden sie entmenschlicht und objektifiziert. Und wenn man ihnen dann im Alltag begegnet, fühlt man sich, also auch als immer, ob man irgendwelche fremden Objekte betrachten würde. Also man betrachtet sie nicht als seinesgleichen, wenn man jetzt nicht dargestellt wird. Also, ja, ich glaube, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen verhaspelt, aber ich glaube, es ist ein bisschen, es ist angekommen. Ja. Als nächstes Thema würde ich gerne noch auf kulturelle Aneignung gehen. Das ist ja ein Thema, das besonders in den letzten Jahren recht prominent diskutiert wird. Wie steht über kulturelle Aneignung Medienmissbrauch in Fabian Alania und gibt es andere Beispiele für kulturelle Aneignung, worüber du auch erklären kannst, wieso es wichtig ist, tiefer sich mit Kulturgut anderer auseinanderzusetzen? Also ich greife jetzt mal noch mal kurz auf das Thema von Rowena voran ein. Also wenn wir kulturelle Repräsentation in den Medien sehen, dann ist es meistens die von weißen Menschen, die kulturelle Aneignung betreiben. Das heißt, sie nehmen kulturelle Sitten, Elemente, Kleidungen, Frisuren, Gegenstände etc. und nutzen diese in einem respektlosen Zusammenhang und missbrauchen die eigentliche Bedeutung dieser Elemente, ohne die Geschichte dahinter zu verstehen oder die Wichtigkeit zu verstehen und so weiter und so fort. Also vor allem in den USA sieht man, wie die kulturelle Aneignung hergeht. Viele Prominente, wie beispielsweise Kim Kardashian, die Cornrows trägt, und wenn sie es macht, dann ist es hip und cool und alle wollen diese Frisur. Aber wenn schwarze Frauen es tragen, dann werden sie in ihren Arbeitsplätzen diskriminiert, als dreckig angesehen oder gebeten, nach Hause zu gehen und eine andere Frisur zu machen. Also bei kultureller Aneignung gibt es ein großes Problem darin, dass weiße Menschen hauptsächlich bestimmte Elemente nehmen können, ohne die gleichen Erfahrungen zu machen als Leute, denen diese Elemente eigentlich gehören. Also die Erfahrungen sind anders und diese Elemente werden oft in einem Kontext gebraucht, der eben respektlos ist. Zum Beispiel, es gibt auch ein vietnamesisches traditionelles Kleid, Ao Yai, glaube ich, und das wird vor allem von westlichen Prominenten
sehr sexualisiert. Das ist eigentlich ein Kleid, was man mit einer Hose drunter trägt und auf der Seite ist so ein Schlitz. Und das sieht man auf sehr vielen Red Carpets, wo Frauen das eben übersexualisieren, aber das ist respektlos gegenüber der eigentlichen Bedeutung dieses Kleides und der traditionellen Wichtigkeit für vietnamesische Menschen. Und es gibt viele Menschen, die schon dagegen aufgesprochen haben und gebeten haben, dass dieses traditionelle Gewand respektvoll getragen wird, aber diese Bitten werden von den Medien nicht anerkannt und ignoriert. Genauso wie das mit dem Thema Haare. Also ich habe schon unzählige Debatten geführt, wieso es für mich nicht okay ist, wenn weiße Menschen oder generell nicht schwarze Menschen Braids tragen oder bestimmte Frisuren haben, weil es erstens mich und meine Geschichte invalidiert und irgendwie erniedrigt, was bestimmte Frisuren für eine Bedeutung haben. Beispielsweise Cornrows wurden vor allem in der Sklaverei sehr wichtig, weil Menschen entweder bestimmte Fluchtwege eingeflochten haben in die Haare oder Reiskerne eingeflochten haben, damit man auf der Flucht noch was zu essen hat. Oder als die Europäer nach Afrika kamen, haben sie die Frisuren der Frauen abrasiert, um sie eben von ihrer kulturellen Identität abzuschotten und abzuschneiden. Und daher ist es für mich sehr kränkend, wenn ich nicht schwarze Menschen sehe, die Braids oder Cornrows oder sonstiges tragen, weil sie erstens nicht gleich behandelt werden wie ich, wenn ich auf der Straße so rumlaufe, und zweitens sich nicht mit dieser Geschichte identifizieren können und ich mich dadurch verletzt fühle. Und das ist eben auch das Problem, dass viele Menschen nicht einsehen wollen, dass bestimmte kulturelle Elemente einer Kultur gehören und nicht von anderen genutzt werden sollten. Es gibt aber auch eine Gegenseite zur kulturellen Aneignung, es gibt eine Gegenseite, und zwar die kulturelle Wertschätzung. Das ist, wenn man kulturelle Elemente respektvoll erforschen möchte, um mehr darüber zu lernen oder Traditionen und Glauben zu lernen. Das ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand aus Korea und den USA heiraten, dann ist es in Korea üblich, dass die Mütter Hanbok tragen, das ist ein traditionelles Kleid. Und wenn dann die Mutter aus Amerika dieses Kleid trägt, dann ist das sehr respektvoll, weil sie zeigt, sie versteht die Kultur, sie versteht, dass die Mütter das normalerweise tragen, und dadurch vereint man sozusagen beide Kulturen, und das ist eigentlich was sehr Schönes. Oder Musik ist auch etwas, was man sehr gut mit verschiedenen Kulturen teilen kann und auch Respekt zeigen kann, dass man sich inspirieren lassen kann von anderen Kulturen, ohne etwas stehlen zu müssen, und auch den Leuten, die bestimmte Rhythmen oder Melodien geprägt haben, dass man denen auch Wertschätzung dafür gibt. Zum Beispiel gibt es einen koreanischen Künstler, der hat ein Afrobeats-Lied veröffentlicht und auch erwähnt, dass er sich eben von nigerianischen Künstlern beeinflussen lassen hat und sozusagen seine Kultur und seine Musik mit der des Afrobeats vermischen wollte und ein neues Produkt sozusagen daraus gemacht hat. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für kulturelle Wertschätzung. Also man muss nicht immer etwas stehlen, man kann auch etwas Schönes draus machen. Danke, danke. Ich würde jetzt zu dir, Friederike, übergehen, weil du hast dich ja sehr viel mit Kapitalismus auch auseinandergesetzt. Wir sehen, dass Rassismus sehr tief in der Gesellschaft verankert ist und sehr tief, also halt sehr viele arme verschiedene Richtungen erreicht. Wie hat es eben mit Privilegien zu tun, die Macht ausübende Gesellschaft anwendet? Was hat es eben mit den kapitalistischen Strukturen dahinter zu tun? Ich hätte natürlich auch einfach so schön wie PowerPoint nehmen können, aber ich nehme mal diese Wand hier. Ups. Um eigentlich gar nicht viel aufzumalen, eigentlich nur ein Dreieck. Und dieses Dreieck kommt aus der, jetzt ein bisschen hochgeräumt, feministischen Ökonomie und symbolisiert die ganze Wirtschaft. Und zwar alles von der Wirtschaft, was dazu beiträgt. Weil es ist ein Eisberg. Und da
ESP manchmal für Bruttosozialprodukt. Und darunter ist alles, was da noch reinfließt, aber nicht offiziell zur Wirtschaft gehört. Das kommt eben aus der feministischen Ökonomie, weil es ist nicht zuletzt, schreibt man das englische Wort, was ja viel benutzt wird, Care, aber die typischen Haushaltstätigkeiten, traditionelle Frauentätigkeiten. Es ist auch alles, was die Natur dazu gibt. Und tatsächlich ist es so, dass der Naturbegriff mit der Marktwirtschaft, mit der Neuzeit erst in die Welt kommt. Also dass die Menschen sich getrennt von der Natur, von etwas, was sie als Natur bezeichnen, begreifen. Und das heißt nämlich, was hier ist, was Natur ist, das kann vernutzt werden. Die Hexenprozesse sind, wo das aufkommt, da werden die Hexenprozesse eigentlich erst, kommen erst so richtig in die Welt, vorher war das mal ganz vereinzelt. Das heißt, diese Zuordnung von Frauen zu Natur gehört genau da rein. Also Natur sind dann eigentlich auch Frauen und es sind dann entsprechend modernen Rassismus, ihr habt schon gehört, hat lange gedauert, auch Schwarze. Ganz am Anfang gab es dann explizite Diskussionen, ob die Indigenen Amerikas auch Menschen sind oder nicht. Wissenschaftliche Diskussion. Also alles, was Rassismus zu tun hat, ist sozusagen in diesem Bereich traditionell eben natürlich Kolonien, aber auch heute spielt es noch eine große Rolle. Vielleicht habt ihr mal, also in Deutschland jedenfalls gibt es diesen Ausdruck, nicht einen Ausdruck, aber es gibt ein Buch, wie viele Sklaven arbeiten, wie viele Sklaven halten Sie? In Deutschland ist jedenfalls so der durchschnittliche Konsum von uns beruht auf 60 Menschen, die unter Arbeitsbedingungen arbeiten wollen, die wir nicht wollen. Und es gibt sogar viel, also eigentlich ist der Wissenschaftsstand seit Jahrzehnten, es gibt faktisch mehr Menschen, die versklavt sind, heute als jemals zuvor. Weil es so viele Menschen gibt, die aus ihren Arbeitsbedingungen nicht raus können, weil sie Papiere weggenommen haben und ähnliches. Das heißt, das ist nicht nur Vergangenheit. Und dann gibt es noch ganz viele Phänomene, wie wenn das Kapital um die Welt flieht, dann immer um die billigsten Arbeitskräfte zu suchen. Und die billigsten Arbeitskräfte kommen aus landwirtschaftlichen Bereichen, wo sie gar nicht in diesem Bereich sind, sondern alles hier passiert, in Subsistenzökonomie. Und dann sind sie halt bereit, für ein bisschen Geld, für ein Taschengeld zu arbeiten, weil es eigentlich nur Luxusprodukte gibt. Geht erstmal. Und dann geraten sie weiter in den Geldkreislauf rein, streiken womöglich noch, werden teuer und dann fließt das Geld, das Kapital weiter. Das heißt, das hier ist alles sozusagen, fließt rein in das, was hier oben als Wirtschaft angesehen wird. Rosa Luxemburg war diejenige, die das erste Mal analysiert hat, beziehungsweise sie hat dann 1913 hat sie dieses Buch veröffentlicht. Und hat hinterher gesagt, ich habe immer gedacht, alle sagen, warum schreibst du so ein dickes Buch drüber? Das wissen doch alle, dass der Kapitalismus auf der Ausbeutung der Kolonien beruht. Faktisch war es so, dass die gesamte Linke auch einen absoluten Shitstorm gemacht hat, weil sie das nicht hören wollten, dass es nicht der starke Arbeiter ist, nur der Wohlstand macht, sondern auch Kolonien und natürlich eben auch unsichtbare Frauenarbeit. Das ist also in der neuesten wissenschaftlichen so wird manchmal Natur groß geschrieben, weil gesagt wird, das ist alles, was zur Natur gemacht worden ist, das ist das Königreich der Mittel, der Ressourcen und hier ist das Königreich der Kapital, aber auch, also die Subjekte sind natürlich eben auch hier, die davon profitieren. Und deshalb, klar, also warum gehen wir nicht auf die Straße, dass seit ich denken kann, zigtausend Menschen an diesem Wirtschaftssystem jeden Tag verhungern und seit ich das beobachte, ist seit den 70er Jahren. Wir akzeptieren das, weil wir halt so, weil wir gar nicht, ja, das ist so normal, also so wie im 18. Jahrhundert die weißen männlichen Bürger das ganz interessant fanden, diese Wissenschaftsstudien, die herausfanden, dass Schwarze und Frauen ja gar nicht mit rein gleich sein können. So geht es uns auch die ganze Zeit. Wenn das hier Rassismus ist, dann, das ist jetzt wirklich meine etwas gewagte Kreation, aber ich sag mal, warum ich hier in der Wolkensphäre Antisemitismus ansiedeln würde.
Es ist ja so, dass die Marktwirtschaft immer wachsen muss. Ich versuche es mal ganz kurz am Beispiel. Ich mache Schuhe, ich verkaufe den jeden Tag, ich kann davon leben. Macht ihr dann auch, aber ihr seid findiger als ich und macht 2 Stühle am Tag. Dann bin ich pleite, weil meine Stühle zu teuer sind. Es sei denn, ich schaffe es auch, 2 Stühle am Tag zu machen. Dann arbeiten wir genauso viel wie vorher, wir verdienen genauso viel wie vorher, aber die Welt hat doppelt so viele Stühle. Das ist übrigens das Problem, warum wir das Klima nie mit Marktwirtschaft zusammen retten werden, aber das ist jetzt nicht das Thema heute Abend. Wir produzieren doppelt so viele Stühle, arbeiten genauso viel, verdienen nicht mehr. Wo ist das hin, dieser Wert? Das ist dieses, was so diese Unbill gegen das raffende Kapital macht und das schaffende Gute in der Fabrik, Industriearbeit etc. Das sind diese Gefühle, die sagen, da muss irgendjemand dieses Geld abschöpfen. Nein, das ist einfach die Marktwirtschaft, die das macht. Aber deshalb ist halt sozusagen Rassismus geht nach unten und also die Überlegenheitsfantasie und der Antisemitismus, dieses Ausgeliefertheitsgefühl und da sind irgendwelche Aliens, die unsere Kinder aussaugen und sonst was machen und das muss irgendwie gesteuert sein, weil es muss ja irgendjemand dahinter stecken. Nein, das sind die Strukturen, mit denen wir wirtschaftlich meinen, dass es das beste System der Welt wäre. Das würde ich mir zumachen. Danke dir. Ja, nachdem wir über sehr viele Probleme gesprochen haben, wollen wir jetzt übergehen, was sind denn die Strategien gegen Rassismus von Bildung, interkultureller Kommunikation, Zivilcourage bis hin zu Allyship. Ja, wer möchte das so starten? Also es gibt zudem, finde ich, vieles, was wir heute sagen können. Und ich überlege mir so, okay, was ist der Punkt, wo ich mir denke, jetzt aus meiner Perspektive, der sehr, sehr wichtig ist als Strategie. Und ich habe mich jetzt für den Punkt entschieden, nämlich Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit, da meine ich vor allem mit den Menschen, die halt irgendwie anders, als anders gebrandmarkt werden. Nämlich, eine Form des internalisierten Rassismus ist, dass Menschen, die Rassismus selber erfahren haben, irgendwie ständig versuchen, diesem Bild vom guten Migranten zu entsprechen. Du hast also ein Beispiel dafür angeführt und so weiter und so fort, damit sie halt diese Schoßhundposition bekommen in der Gesellschaft. So, du bist ja toll. Wenn alles so wäre wie du, dann hätten wir keine Probleme. Oder denkst du, danke, jetzt muss ich das auch irgendwie so weitergeben an meine anderen migrantischen Freunde, weil wenn die alle wirklich so wären wie ich, dann wird der Rassismus eines Tages besiegt sein. Die Realität aber, wie wir geschichtlich und aktuell sehen, ist, wenn morgen wir aufwachen würden und alle Migranten, Migrantinnen wären perfekt, was auch immer dieses Perfekt heißt, wird der Rassismus nicht weg sein, sondern er würde nur eine andere Form annehmen. Das beste Beispiel dafür ist der Antisemitismus, wo die damals nicht eben nicht integriert waren, sondern sie waren zu gut integriert, dass man sich gedacht hat, wieso sind die so? Da muss irgendwie irgendwas dahinter sein. Die sind irgendwie, haben geheime Machenschaften, und keine Ahnung, was auch immer das auch sein mag. Und deswegen sage ich Konfliktfähigkeit, was meine ich damit, dass eben Menschen, die rassistische Erfahrungen machen, verstehen, dass das Problem nicht bei ihnen ist. Sie können, wie gesagt, morgen die Bestgebildeten und sonst irgendwas sein und am meisten beitragen zur Marktwirtschaft oder was auch immer. Der Rassismus wird nicht verschwinden, sondern es geht darum, dass die eigene Identität zu stärken, zu der zu stehen und zu verstehen, dass das Streiten und das Konflikte austragen zu einer gesunden Demokratie dazu gehören. Und ich berufe mich da nochmal auf das viel zitierte Buch von Aladin Mafalani, das er 2017 veröffentlicht hat, das Integrationsparadox, wo er auch gesagt hat, nämlich, dass mehr Konflikte sind ein Zeichen für gelingende Integration. Das heißt, wenn wir als Gesellschaft uns wirklich entwickeln, uns wirklich näher kommen, beginnen Ungleichheiten abzuschaffen, dann wird das nicht zu weniger Konflikt führen, sondern im Gegenteil zu mehr Konflikt. Weil wenn mehr Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, dann wird es mehr Ressourcen geben, um die man miteinander streiten muss und dadurch wird es zu mehr Konflikten kommen. Das Argument aber von rechts ist oft so, ja, Integration ist gescheitert, Multikulti ist tot, wieso? Weil es gibt so viele Konflikte, aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich
Wenn es mehr Konflikte gibt, dann heißt das ein Zeichen davon, dass wir uns näher kommen, dass wir uns kennenlernen, dass wir die Bereitschaft haben, miteinander Konflikte auszutragen und dass auch jemand, der rassistisch behandelt wird, auch sozial unerwünscht handeln kann und, das, und deswegen nicht sofort als irgendetwas beschimpft wird, sondern auch sagt, ja, ich bin, kann auch sozial unerwünscht handeln, genauso wie jeder andere Mensch auch sozial unerwünscht handeln kann und ich halte das aus und ich stehe zu dem. Das ist meiner Meinung nach die Außenwirkung zur Dominanzgesellschaft, aber ich möchte auch das aufgreifen, was du thematisiert hast. Das Gleiche halte ich auch für wichtig innerhalb der Communities, welche das auch immer sind. Ich kann das absolut bestätigen, das, was du thematisiert hast, eines der schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben, wenn ich Antirassismus beispielsweise Workshops mache mit Betroffenen, ist, wenn ich hier 3-4 Stunden zu dem Thema arbeite und man sich denkt, so, okay, ich habe die Gruppe wirklich da, wo sie viel das verarbeiten können, wo sie selber Opfer geworden sind von Rassismus. Um am Ende zu erleben, wenn wir dann das Ganze ein bisschen umdrehen und uns das Ganze aus der Perspektive, wo man vielleicht selber als Täter oder als Täterin gesehen wird innerhalb von rassistischen Strukturen, dann auf teilweise auf vollkommenes Unverständnis zu stoßen. Ist das verständlich, was ich meine? Und das sind aber auch erschreckende Ergebnisse, die uns nochmal verdeutlichen, wie wichtig das ist, einerseits das zu reflektieren, dass ich Opfer geworden bin oder Opfer bin oder zum Opfer gemacht werde, aber auch immer wieder das zu reflektieren und nach innen auch eine Konfliktfähigkeit, nach innen meine ich jetzt, welcher Community man sich auch immer angehört fühlt, da auch eine Konfliktbereitschaft zu entwickeln und da auch die Stimme zu erheben gegen Rassismus innerhalb der muslimischen zum Beispiel Gruppe gegenüber schwarzen Menschen. Oder welche Rassismusformen das auch immer sein mögen. Antikurdischer Rassismus innerhalb der türkischen Community und so weiter und so fort. Da auch kritisch hinzuschauen und nicht zu glauben, wenn jemand Opfer von Rassismus ist, kann er nicht Täter oder Täterin sein. Das ist ein Mythos. Deswegen Konfliktfähigkeit in beide Richtungen. In Richtung Dominanzgesellschaft, aber auch in Richtung der eigenen Communities. Für mich, glaube ich, wäre ein guter Weg zu einer antirassistischeren Gesellschaft die Zivilcourage. Und zwar ist es wichtig, über bestimmte Themen zu reden und sie zu benennen, wenn man sieht. Weil wenn Menschen rassistisch handeln können, ohne jegliche Konsequenzen daraus zu ziehen, erstens lernt man nicht, dass es falsch ist, zweitens sieht man, dass es von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wird und dass man wieder darum nichts falsch gemacht hat und somit begibt man sich in einen immer weitergehenden Kreis. Also wie du zum Beispiel auch erzählt hast, die Geschichte mit dem Bus, es ist nur eine Person aufgestanden und hat sich irgendwie gewehrt und versucht, dieser Mutter mit dem Kind zu helfen, aber niemand anderes. Das heißt, dieser Mann wird glauben, dass seine Handlungen akzeptabel sind und dass er richtig gehandelt hat, weil es hat ihn ja nur eine andere Frau auch noch darauf hingewiesen, dass es nicht in Ordnung ist, aber alle anderen hatten kein Problem damit. Das einzige Problem an seiner Handlung war vielleicht, dass die Maske geflogen ist. Zivilcourage ist nicht nur im Thema Rassismus, also im Bereich von Rassismus relevant, sondern auf allen Ebenen. Und das ist etwas, was mir auch in meiner Schulzeit sehr stark aufgefallen ist, dass die Zivilcourage fehlt. Also oft sind Situationen, wo eine Lehrperson etwas Rassistisches sagt und dann alle Blicke auf einen landen und man dann nicht genau weiß, was man sagen soll. Und vor allem in solchen Momenten sollte man betroffene Personen unterstützen, weil man nicht weiß, wie man reagiert, oft ein bisschen eingefroren ist und einfach Hilfe und Unterstützung in einer sehr gefährlichen Situation braucht. Und deswegen sollte es auch in Schulen oder generell in staatlichen Einrichtungen Workshops oder eigentlich kontinuierliche Workshops, also wie sagt man, sollte man dranbleiben mit der Bildung, weil wenn man einmal einen Workshop macht, passen Leute, wie du gesagt hast, einmal auf, aber einen Monat später, ein halbes Jahr später, ein Jahr später haben sie alles wieder vergessen. Das heißt, man muss immer wieder die Bildung wiederholen und auch in allen Gesellschaftsschichten durchführen, weil was mich jetzt interessiert als Maturantin, wird jetzt vielleicht jemanden, der bei der Baustelle arbeitet, etwas weniger interessieren. Und trotzdem betrifft uns dieses Problem, das Problem der Diskriminierung, es betrifft alle. Und deswegen sollte man schauen, dass alle adäquate Bildung für diese Themen bekommen, unter anderem auch Zivilcourage. Weil wenn wir alle miteinander gemeinsam arbeiten und auf bestimmte Handlungen oder Kommentare aufmerksam machen, die nicht
akzeptabel sind, dann kommen sie immer weniger vor und dadurch können wir bestimmte Handlungen vermindern. Also man sieht es auch beim N-Wort. Natürlich gibt es einige Leute, die es noch immer sagen, aber man hat gesehen, jetzt im Laufe der letzten, sage ich jetzt mal 10 Jahre, hat sich das sehr stark verbessert. Vor 10 Jahren, wenn man sich ein Theaterstück angeschaut hat, haben die Leute sich nichts gedacht, das N-Wort zu sagen. Heutzutage, wenn man Blackfacing betreibt im Theater oder das N-Wort sagt, gibt es ein sehr großes Backlash dafür und es wird also nicht mehr akzeptabel angesehen. Deswegen ist die Courage meine Lösung. Ich fange vielleicht an mit ein paar Beispielen aus meiner eigenen Praxis. Also einerseits finde ich es halt wichtig, Vielfalt, Diversität zu normalisieren, also in der, also im Alltag, in der medialen Repräsentation, in allen möglichen Branchen. Da geht es darum, also konkret auch, also warum ich, also ich bin ja Mitbegründerin von der Initiative Gewächshaus, wo wir Diversität vor und hinter der Kamera fördern. Und es geht darum, dass, also es gibt eigentlich viele BIPOC-Filmschaffende oder Menschen, die in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, die mit Film zu tun haben, die BIPOC sind, aber sich bis jetzt nicht gekannt haben, nicht vernetzt haben und dadurch eigentlich sich nicht getraut haben, sich auszusprechen gegenüber rassistischen Strukturen in der Filmbranche konkret. Und und was wir jetzt machen, ist, dass wir uns vernetzen und eine Community gründen. Und aber jetzt nicht unbedingt rausziehen, um Rassismus, also um jetzt Antirassismusarbeit per se zu machen, sondern einfach, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen können. Also das gibt also viel darum, dass man es gibt irgendwie so zwei Ansätze. Also der eine Ansatz ist, dass man versucht, so einen Platz am bestehenden Tisch zu bekommen. Also das heißt, man versucht, in bestehende Produktionsfirmen reinzukommen oder jetzt in bestehende Sendungen oder was auch immer reinzukommen, um jetzt zusätzliche neue Perspektiven da auch zu repräsentieren. Das ist ein Ansatz, aber es gibt auch also diesen anderen Ansatz, wo man sagt, ich brauche jetzt diese Tische gar nicht, sondern ich kriege einfach meine eigenen Tische. Und das ist ein Ansatz, den ich mache eigentlich beides. Also der eine Ansatz ist, also Leute zu unterstützen, also in bestehende Strukturen reinzukommen, aber der andere Ansatz ist, also mit eben dieser Plattform Perilla, die ich auch mitbegründet habe, für die asiatisch gelesene Diaspora in Österreich und im deutschsprachigen Raum, wo wir eigentlich also einfach beschlossen haben, eine Publikation zu starten, und wo asiatisch gelesene Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen können oder Bilder veröffentlichen können, ohne dass diese Menschen sie jetzt in bestehende Publikationen einschicken und immer nur Ablehnung erfahren. Genau, also das sind so zwei Strategien. Und wo ich noch anknüpfen wollte, Privilegienchecks, das ist auch so ein Thema, also eben einerseits also bei dem, nicht nur, dass man selber Täter sein könnte, aktiv, also rassistisch sein könnte, sondern auch, das hat man ja auch am Anfang gesagt, wir sind alle eigentlich immer am Lernen. Und, wir sind alle in einer rassistischen Struktur eigentlich sozialisiert worden und sind halt alle dabei, ich gerade auch so diese Ismen zu erkennen und abzubauen. Und ich glaube, da geht es halt auch sehr, also oft darum, die eigenen Privilegien zu erkennen und zuzuhören, wenn jetzt jemand einen darauf aufmerksam macht, dass man irgendwas gemacht hat, dass eine andere Person eigentlich verletzt hat oder irgendeine Form von Diskriminierung reproduziert. Ja, das Stichwort Privilegien verlernen wäre für mich auch das Zentrale. Und ich glaube, dafür das können wir mit allen Menschen machen. Das zwischen Geschlechtern zentral, das ist zwischen Altersgruppen zentral, das ist zwischen Menschen aus unterschiedlichen Schichten zentral, das ist zwischen vielleicht Introvertierten, Extrovertierten zentral. Ich glaube, dass wir überhaupt mit einer Haltung durchs Leben gehen sollten, die wirklich, du hast jetzt das Wort Konflikt gesagt, ich würde eher sagen, eben wirklich so die Bereitschaft, genau diese Privilegien immer anzusehen. Und sich dem zu stellen, weil es eben auch in einem Kontext benannt
wird, der nicht verletzend ist. Also ich glaube, das ist auch sehr entscheidend. Wenn wir Angst haben, etwas falsch zu machen, dann werden wir uns nur zurückziehen und werden versuchen, uns in Sphären zu bewegen, in denen wir nichts falsch machen können, weil wir nicht angegriffen werden, sozusagen. Also ich glaube, diese Fehlerfreundlichkeit bei gleichzeitig immer wieder sagen, das ist verletzend, etc., da eine gute demokratische Kultur zu kriegen, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und da können wir nur alle gewinnen. Also ich glaube, die wenigsten männlich gelesenen Menschen heute wollen in ein altes Patriarchat zurück. Und um ein noch krasseres Beispiel zu nehmen, ich glaube nicht, dass irgendeine Person hier in die Situation möchte, Menschen zu versklaven, also Sklavenhalterin zu sein, obwohl das natürlich damals auch sozusagen die privilegierte Situation war und die Personen gedacht haben, ja, warum soll ich das aufgeben, ist doch total toll. Also wir verändern uns natürlich auch in diesen Prozessen. Wir verändern uns, ich glaube, auch für uns selbst in Richtung Lebendigkeit, also wir gewinnen halt. Ja, danke euch. Ja, ich würde noch ergänzen, also ich finde es eben wichtig, dass man durch die ganze Gesellschaft auch schaut, dass man eben Personen mit Migrationsbiografie wirklich von Kindergarten bis ins Parlament mehr aufnehmen würde, also dass eben mehr eine Politik entsteht, die sie mehr integriert, weil ich glaube, durch diese vielfältigeren Perspektiven auch mehr Diskurs entstehen kann zu dem Thema. Ja, jetzt würde ich eben gerne das Publikum einladen, wenn es Fragen, Kommentare gibt, dann steht es dann ein. So, nochmal nicht ganz so schnell. Was mir jetzt aufgefallen ist, also das sind alles individuelle Ansätze, von denen man Rassismus lösen kann, aber ich finde, wie man es letztens noch gesehen hat, ist ja eines der Probleme schon auch die strukturelle Ungleichheit von Menschen, also an sich auch das kapitalistische System, weil auch wenn ich jetzt oben mehr diverse Menschen habe, habe ich unten mehr weiß gelesene Menschen, habe ich ja immer noch das Problem der Ausbeutung. Also es passiert ja immer noch drauf, die einen fühlen sich besser als die anderen. Ich glaube, es gibt da auch so ein bisschen diese Theorie, inwieweit braucht Kapitalismus auch Rassismus oder hat nicht auch Rassismus mit geschaffen. Also nicht zu viel Rassismus, aber man gesehen hat, wenn man jetzt alle irgendwie umbringt, dann erwirtschaftet mir niemand mehr das Kapital in dem Sinn. Genau, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen oder so. Also es ist ja ein bisschen die Frage, inwieweit das so persönlich ist. Also in dem Moment, wo weiße Frauen sich gekämpft haben, Karriere zu machen, hat sich das Haushaltsproblem stark von Gender auf Race verschoben, weil dann eben migrantisierte Personen das übernehmen. Also das ist so ein klassisches Beispiel, dass eben die Struktur erhalten bleibt. Auch wenn, also der Kampf, nach oben übers Wasser zu kommen, ändert nichts daran, dass es oben und unten gibt. Also ja, absolut. Vielleicht waren die Beispiele eindimensional, aber deswegen auch, ich glaube, extrem viele Beispiele, die wir heute da anführen könnten oder die hier schon genannt waren. Ich würde auch ein Thema hervorheben, zum Beispiel bei politischer Beteiligung. Nämlich, wenn 10 zurzeit so der Klassiker ist, dass, ich würde sagen, alle österreichischen Parteien, die irgendwie versuchen, hinsichtlich des Themas irgendetwas zu machen, deren einzige Antwort zurzeit ist, irgendwie so Quoten, Migranten und Migrantinnen anzustellen. Ich sehe so gut wie nichts darüber hinaus. Und das kann nicht die Lösung auf alles sein, weil es bringt nichts. Es ist am Ende, wenn ich ganz, ganz, ganz kritisch bin, ich pfeife drauf, wie der politische Vertreter heißt und welche Religion er hat, wenn am Ende die gleiche oder vielleicht sogar schlimmere Politik mit einem muslimischen, schwarzen Gesicht macht. Verständlich, was ich meine? Und das ist ein gefährliches Spiel, in das wir aber leider Gottes, finde ich, sehr stark eingestiegen sind. Und dann haben wir das Phänomen, dass wir halt Vertreter und Vertreterinnen in bestimmten Parteien haben, die halt gratulieren dann auf Facebook zum Tag der Muttersprachen und kommen zu irgendwelchen religiösen Festen und dann denke ich mir so, okay, schön, toll, aber ich will mich nicht mit dem zufrieden geben. Da ist mir lieber, du heißt Sebastian, Entschuldigung, zufällig gewählter Name. Ich sage, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ist mir lieber, du heißt Sebastian und du machst ordentliche Politik für mich, als du heißt irgendwie Mohammed oder sonst irgendetwas.
mich interessiert null dein Name und deine Hautfarbe, wenn es nur bei dieser Quotenregelung bleibt. Sondern was ich mir wünsche, und das ist auch Selbstkritik an wir uns alle, nämlich auch hier da ein bisschen hinsichtlich der politischen Beteiligung uns halt nicht abfüttern zu lassen mit solchen Happen, zu sagen, ja, da ist passt nicht, wir haben das Problem gelöst, sondern sich die Realität anzuschauen, nämlich wir leben in Österreich, wo über 1 Million Menschen, und das ist der Trend europaweit, nicht wahlberechtigt sind. Und es werden immer und mehr und mehr und mehr Menschen. Und es ist ein Demo- für ein Land, für Menschen, die sich in den Spiegel anschauen wollen und behaupten wollen, wir leben in einer Demokratie, etwas, wo wir ansetzen könnten und sagen, okay, da müssen wir beginnen, strukturell etwas zu ändern. Sei es hinsichtlich der Hürden bei der Erlangung der Staatsbürgerschaft oder bei irgendwie, dass man sagt, okay, nach einer gewissen Zeit, was auch immer. Einen Schritt nach vor, ich wäre schon glücklich in die Richtung, weil das ist eine absolute katastrophale Entwicklung, die wir zurzeit erleben in allen europäischen Ländern. Das ist also die Hürden. Das zweite wäre zumindest, dass man beginnt, das in Österreich einzuführen, dass man sagt, okay, dass die Staatsbürgerschaft nicht gekoppelt ist irgendwie an das Blut, sondern an den Boden, quasi wo man auf die Welt kommt, dass auch dann die Staatsbürgerschaft irgendwie verliehen wird. Weil wir sind jetzt schon bei über 1 Million Menschen, bei 9 Millionen Einwohnern. Das ist eine unglaublich große Zahl. Und ich finde, das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagt, okay, da könnten wir Allianzen formen, was extrem wichtig wäre, Menschen zu mobilisieren, da mitzumachen, über Hautfarben, Religionen, Sexualitäten und sonstige das hinweg und da in diese Richtung zu arbeiten. Das wird nicht alles lösen, aber ich finde, das ist so eines der entscheidenden Dinge, wenn man sich aktuelle Wahlprognosen anschaut, eine Kerbe, wo man echt hinarbeiten könnte, um langfristig dann auch strukturelle Veränderungen auf anderen Ebenen voranzutreiben und nicht sich einfach zufrieden zu geben mit irgendwelchen Quoten, Migranten und Migranten. Je weiter es nach rechts geht, desto beziehungsweise je weiter es in eine Richtung geht, desto weiter geht es auch in die andere Richtung. Ich glaube, dass vor allem im politischen Diskurs oftmals vergessen wird, dass je weiter man sich aus dem Fenster lehnt, desto mehr Menschen gibt es, die dagegen sprechen werden. Vor allem in der Politik merken wir jetzt unter der schwarz-blauen Regierung, dass gesagt wird, dass die Migrationspolitik sowieso von vornherein gescheitert ist und dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, etwas für die Menschen zu tun. Und ich finde, das wird vor allem dann gefährlich, weil es genau jetzt so viel gibt, was man für die Menschen tun kann. Weil es sich zeigt, dass vor allem unter Jugendlichen sehr viel Wirbel um die Themen herrscht, weil sie sich damit das erste Mal beschäftigen und es nicht unterdrückt wird und man vor allem so viele Medien jetzt hat, auf denen man kulturelle Vielfalt teilen kann. Und das ist mir vor allem aufgefallen bei den Türkei-Wahlen, als das dargestellt, also egal für welche politische Richtung man sich da jetzt entscheiden mag oder egal zu welcher Politik man sich da jetzt zuschreibt, ist mir aufgefallen, dass vor allem in den österreichischen Medien und auch in den deutschen, eben weil es da die meisten türkischstämmigen migrantischen Personen gibt, gesagt wurde, dass so viele Menschen quasi das Wahlrecht haben und es so dargestellt wird, als wäre das etwas, das man erst seit gestern wüsste, obwohl es seit Jahrzehnten bekannt ist und es einfach wissentlich nicht beachtet wurde, welche Konsequenzen das dann auch haben kann. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass man einfach nicht einsehen will, dass man jetzt reden muss, dass es ignoriert wurde über Jahrzehnte lang und man sich heute dann mit Problemen konfrontiert sieht, mit denen man sich überhaupt nicht aussetzen möchte, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Dass man quasi so tut, als wären diese Probleme etwas Neugeschaffenes von zum Beispiel einer roten Regierung, die vielleicht zu offen war oder die türkischen StaatsbürgerInnen damals zu viele Möglichkeiten gegeben hat, ihre Kultur frei auszuleben und sich frei zu entfalten. Und ich glaube, dass man da vor allem es zu einer Akzeptanz kommen muss in der österreichischen Mehrheitsbevölkerung, dass da ein Problem ist und dass das einfach nicht so auf die Seite gekehrt werden darf, wo man dann sagt, ja, jetzt ist es eh schon zu spät, jetzt kann man nichts machen. Gut. Okay.
Ich möchte nur sagen, meine Erfahrung gegen Rassismus, weil ich komme aus Kultur einmal und Kämpfer. In diesen 18 Jahren, ich kenne nicht überhaupt nicht Rassismus, ich verstehe nicht Rassismus. Und später, wenn sie Missionare sind gekommen, die weißen Leute, haben uns zivilisiert und ich bin zivilisiert jetzt und haben uns missioniert. Und bei uns, unsere, ich weiß nicht, Religion, eigentlich ist bei uns die Verbindung mit Natur und das ist alle Respekt der Natur und der Menschen. Wir schauen nicht andere Menschen, kleine, große oder dicke, nichts, einfach Respekt. Das ist unsere Ethik, Moral in meiner Kultur, schon einmal. Jetzt, wenn sie aus Europa sind gekommen und zivilisierte Menschen haben uns auch in Religion genommen, eine schöne, sexy, blonde Muttergottes, damit können wir mit uns beten und sagen, das ist am besten Gott. Auch wie Gott ist gekommen aus einer Opa mit weißen Haaren und dann wie sie jetzt noch, aber Gott sei Dank nicht, wir müssen beten und ja, das ist am besten Rasse. Unbewusst wahrscheinlich, nicht absichtlich. Und dann bei uns, in dieser gegen Rassismus, ich kenne nicht, ist unsere Identität. Viele Millionen jetzt Indigenen sind gegangen in die Stadt, jetzt manchmal haben auch die Haare, obwohl sie sind nicht blond, ja, sie sind nicht blonde, aber die verlieren die Identität, akzeptieren sie nicht mehr. Man akzeptieren sie nicht mehr aus, kommt der Rassismus. Ich bin besser. Das ist die Richtung Kapitalismus. Bei uns ist nicht Kapitalismus, das ist Gemeinschaft. Weil wollen wir mit Natur und anderen Menschen. Wir ausnutzen nicht andere Menschen. Mit Kapitalismus ausnutzen andere Menschen. Ich habe Geld, ja, ich bin besser und dann du bist nicht. Und dann deine Rasse, und die Rasse, weiße Rasse ist in Lateinamerika jetzt die höchste, am besten Rasse. Nicht deutlich, aber Koscher. Deshalb Lateinamerika ist der rassistische Kontinent im Ganzen, aber Koscher, nicht in Afrika schwarz und weiß. Und der zweite ist der größte Kontinent, weil wir sind katholisch, mit Druck. Und der dritte ungerechte Kontinent im ganzen Welt, weil sie weniger reichen und meistens sind in Misere in Armen. Das ist gut zu sagen, wegen Rassismus. Unsere Identität, dann haben wir unsere Identität, es wurscht für andere. Weil ein anderer Mensch ist krank. Ich komme in Europa jetzt, ich muss akzeptieren, das ist so. Das ist, ich kritisiere nicht, ich kann nicht verurteilen, es ist die Kultur hier. Aber weil ich, wir sind gekommen zu uns, bis jetzt im Curricula, in Ausbildung, ist noch nicht die Diskolonisierung. Bleibt noch im Curriculum. Die Europa kolonisieren. Das haben nicht gemacht, die Regierung, weil in Lateinamerika ja sind Kapitalisten bis jetzt. Das sind nur die Symptome des Heimes. Ja, danke. Bleibt sehr positiv, dass ich auch noch was Evangelisches erkenne. Ich vergleiche mal gleich das Mikro. Ich würde sagen, es gibt immer positive und negative Momente. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Rassismus nie verschwinden wird, weil es einfach so tief verankert ist, dass ich keinen Ausweg sehe, aber die Momente, wo ich eine Veränderung sehe, die, daran klammert man sich so fest, also zum Beispiel, was sehr schön war, was bei uns in der Schule passiert ist, ein Lehrer hat das N-Wort gesagt und dieses, also vor einem Monat oder vor zwei Monaten, und meine ganze Klasse hat dann gemeinsam mit diesem Lehrer gestritten, was sie vorher noch nie gemacht haben, und deswegen denke ich, dass Veränderung durchaus möglich ist. Sie wird nur sehr langsam geschehen und auch nicht überall, aber ich denke mir, solange man immer so kleine Glücks- und Hoffnungsmomente hat in diesem Kampf gegen Rassismus, muss man dranbleiben, weil sonst gibt es sowieso keine Hoffnung. Also ich lese zurzeit die Autobiografie wieder von Malcolm X. Wenn ich mir sein Leben so anschaue, denke ich mir so, Alter, Nature, das ist so gut. Du hast keine Probleme und so weiter. Und das gibt mir irgendwie Mut. Ich stelle mir dann vor, wie ist es diesen Menschen,
der Lebensgeschichte gegangen, wo hat der Hoffnung hergenommen und er hatte sie. Und jetzt darf da ein Nejat 50, 60 Jahre nach seinem Tod sein Buch lesen und sich von dem inspirieren lassen, und ich bin sicher nicht der Einzige. Und solche Gedanken machen mir irgendwie Hoffnung. Und gleichzeitig habe ich vor, also in der Pandemiezeit, ich habe zwei Bücher gelesen über die Civil Rights Movement, und zwar den bewaffneten Zweig der Civil Rights Movement in den Südstaaten. Wir glauben oft so, Civil Rights, Zivilrechtsbewegung war irgendwie so Friede, Freude, Eierkuchen, die sind herumspaziert und die Weißen haben gesagt, ah, tut uns leid, wir wussten nicht, dass das Rassismus ist, und dann haben sie aufgehört. Sondern da waren Menschen im Süden, die halt irgendwie dem sich auch widersetzt haben, auch bewaffnet. Und da in diesem Buch wird gut analysiert, wie eigentlich die Civil Rights Movement aber in den 1870ern begonnen hat. Nämlich, wo sich Menschen einfach zusammengetan haben. In Kirchen, in Straßen, in Feuerwehren und so weiter und so fort. Und dann dieses Civil Rights Movement der 50er, 60er möglich war, weil man auf dieses riesige Netzwerk von unterschiedlichen Gruppen hat sehr schnell zugreifen können, und so hat tausende Menschen relativ schnell hat erreichen können. Und das hat mir geholfen, weil ich habe immer so den Anspruch, ich muss so gleich Martin Luther King sein. Verständlich, was ich meine? Und ich will gleich so diese Stimmung haben. Und alle gehen mal und, yeah, und morgen ist alles wieder gut. Und ich merke so, ich muss da ein bisschen runter mit den Ansprüchen. Und dann denke ich mir so, okay, Nishat, langsam, du bist nicht Martin Luther King. Komm runter, ich bin 1870. Und dieser Gedanke, das hat mir geholfen zu sagen, okay, ich sehe vielleicht so gerade die ersten Samen, damit dann, wer weiß, in 50 Jahren, in 60 Jahren, irgendwie dann die nächsten Generationen es leicht haben. Und mir hilft dieser Gedanke, da schöpfe ich sehr viel irgendwie Mut. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist so, ich sage mir in meiner Arbeit immer, ich habe in diesem Jahr wahrscheinlich hunderte Hitlers verhindert. Und keiner kann mir das Gegenteil beweisen. Vielleicht waren unter diesen Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, 100 potenzielle Hitlers, die durch mich an dem gehindert worden sind, ein Hitler zu sein. Kann mir keiner das Gegenteil beweisen. Und das hilft mir zu sagen, hey, sehe nicht immer nur so, ja, was bringt denn das Ganze und jetzt mache ich schon zu viel und dann arbeite ich und es kommt keine Response und so weiter. Bringt das überhaupt etwas? Ich will diese Gedanken nicht haben. Sondern ich sowieso, wie so ein Mantra zu sagen, okay, da waren jetzt in dem Jahr hunderte Hitlers, die wegen mir an dem gehindert worden sind, irgendwie bei der Aufnahme in die Kunstunie zu scheitern, dann später, sondern die haben sich da was mitgenommen, dass in 5 Jahren sie davon abgehalten hat, irgendwelche furchtbaren Dinge zu tun. Und ich bin nicht verrückt, vielleicht ist das gar nicht der Fall, aber eben, ich weiß auch nicht, ob das nicht tatsächlich so passiert ist. Und das gibt mir irgendwie Mut und Hoffnung, wieder so dran zu bleiben. Und auch absolut das, was du sagst. Also ich merke die Konfliktbereitschaft von der nächsten Generation. Ich würde sagen, ich war so die Generation, die so ein bisschen mehr auf Harmonie war. So, hey, langsam, wir müssen doch mit den Menschen irgendwie auch verstehen. Und da kommt eine Generation, die sagt so, wir wollen auch Konflikte. Und wir halten auch diese Konflikte aus. Und das gibt mir auch Mut. Für mich ist es die Community-Arbeit. Also ich sehe in den letzten Jahren, wie also in Wien und auch also im deutschsprachigen Raum in so vielen Städten, Orten Communities einfach entstehen. Also von People of Color, von schwarzen Menschen, von asiatisch-diasporischen Menschen, die davor alle nur für sich gelitten haben oder einfach nie über diese Dinge geredet haben. Alltagsrassismus, Mikroaggressionen, dass es einfach normal war, runtergeschluckt wurde und jetzt wird darüber geredet. Also jetzt, man lernt sich kennen bei Veranstaltungen, also bei Edelweiß zum Beispiel, diesen Film, den ich vorhin erwähnt habe, und auch bei Antirassismus-Diskussionen, also auch bei der Veranstaltung heute zum Beispiel, dass wir uns heute kennenlernen, also sowas, das stärkt total, dass man einfach merkt, man ist nicht alleine. Es tut sich was, also es ist zwar langsam, aber auch also die Dankbarkeit dann zu spüren von anderen Menschen, wenn man sich endlich dann trifft, also wenn man einen Rahmen schafft. Und auch wenn es jetzt nur 10 Leute sind, die zusammenkommen, aber wenn ich spüre, dass da eine Person dabei ist, die schon ihr ganzes Leben lang das Bedürfnis gehabt hat nach dieser Community, die sie nicht gehabt hat, also die ich selber, ich habe auch dieses Bedürfnis gehabt, deswegen habe ich diese Community mitbegründet. Also das fühlt sich einfach, also das ist einfach das Beste, um weiterzumachen. Ja. Ich mache auch noch. Ich habe 2012 ein Buch geschrieben, weil ein Verlag mich darum gebeten hatte, sozusagen eine aufgeklärte Mittelschicht nochmal auf Rassismus hinzuweisen. Der unsichtbare Tropenhelm, die koloniales Denken noch in unserem Kopf ist oder so. Das ist dann 2013 veröffentlicht worden und
das muss mir heute peinlich sein. Und das gibt mir Hoffnung. Weil es enthält das N-Wort und Z- und I-Wort in den Zitaten, weil es mir damals völlig absurd gewesen wäre, ein Buch, was sich an den Mainstream wendet, sozusagen, das nicht zu machen, weil die Leute abgeholt werden sollen. Und jetzt, wie gesagt, in der Klasse, im Fernsehen, es existiert einfach nicht mehr. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, dass sich schon sehr schnell was bewegt hat eigentlich. Ja, es gibt ja. Meine Frage an euch ist, was für Tipps oder was würdet ihr jungen Menschen oder jungen Erwachsenen oder generell Menschen auf Social Media empfehlen, was sie machen sollten, wenn sie eben rassistisch angegriffen werden, was leider sehr oft passiert. Was können da diese Menschen machen und was für Anlaufstellen haben die? Weil ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, wo man manchmal nicht weiß, was man damit, was man selbst damit machen soll und wo man sich selbst niedermacht. Also das würde mich sehr interessieren, dass ihr dazu sagt, was da für Methoden es gäbe, dass man das irgendwie vermeidet oder wie man darauf reagiert. Ich schon was, was ich sagen könnte, wenn sonst irgendwie keiner mal. Persönliche Empfehlung ist erster Punkt, meine Energie nicht verschwenden mit diesen Zombies. Halte ich für ganz, 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 ganz wichtig, weil das eines der Funktionen von Rassismus ist eben Ablenkung. Es zielt darauf ab, dich abzulenken von deinen Fähigkeiten, Stärken, deiner Zukunft, Möglichkeiten, der Liebe von deinen Mitmenschen und sonstigen etwas. Und möglichst versuchen, diese Dinge einfach, diese Trotteln und Trolle und wenn es auch immer dort gibt, nicht zu meiner Aufgabe zu machen, wie bekehren zu müssen. Es bringt genau nichts. Das ist das Erste, glaube ich, also sich selbst zu schützen. Das Zweite ist, die Möglichkeit, die es gibt hier in Salzburg, ist die Antidiskriminierungsstelle, die wir haben, an die man sich wenden kann, wo man professionell beraten wird mit ihrem Sitz in Itzling. Im ABZ Haus der Möglichkeiten werden sicherlich einige von euch kennen, sich dort hinzuwenden. Und wo es auch eine enge Kooperation auch gibt mit Zara, nicht dem Modegeschäft, wie wir glaube ich mittlerweile alle wissen, sondern Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Das sind so die zwei Stellen, die ich hervorheben würde und damit nochmal spezifisch seit ein paar Jahren bezogen auf den antimuslimischen Rassismus gibt es die Doku-Stelle. Islamfeindlichkeit oder so ähnlich mit dem Sitz in Wien, an die man sich auch wenden kann und solche Fälle melden kann. Und der Tipp, egal ob man etwas bewirkt, unter Anführungszeichen oder nicht, dieser Gedanke soll sich nicht stellen, sondern jede Meldung bewirkt etwas. Selbst alleine nur, dass ich dort war und das gemeldet habe und das in der Statistik erscheint, ist schon wichtig, dass man dadurch vielleicht irgendwie politischen Druck oder was auch immer oder medial diese Sachen irgendwie spreaden kann. Wenn es manchmal kommt nur dazu, dass man dann irgendwie bei einem Vorgesetzten oder in einer Schule mal Zara anklopft oder eine Mail schickt und danach keine Konsequenzen es gibt für die Person, weil man der nichts nachweisen kann. Aber allein die Tatsache, dass da mal jemand angeklopft hat und eine Mail hingeschrieben hat, ist vielleicht wichtig, damit die Menschen checken, verdammt nochmal, ich kann nicht einfach alles sagen, was ich will. Es wird auch Leute geben, die sich zu Wort melden und dagegen etwas tun. Und in solchen Fällen, erst recht, wo etwas strafrechtlich Relevantes passiert ist, natürlich auch da Unterstützung zu bekommen, um dagegen gegen diese Dinge irgendwie vorzugehen und dagegen etwas zu unternehmen. Das wäre meine Empfehlung in diese Richtung. Dann auf einer persönlichen Ebene, wenn man Hass im Netz erfährt, dann glaube ich, darf man nicht vergessen, dass das oft Menschen sind, die Technik als ihr Schild nutzen sozusagen und sich nie im echten Leben trauen würden, solche Kommentare abzulassen oder das direkt zu jemandem zu sagen. Also wenn ich sowas lese, dann ignoriere ich es auch, wie du gesagt hast, am besten nicht darauf eingehen, weil Menschen, die so etwas veröffentlichen, wollen eine Reaktion. Und wenn man eine Reaktion zeigt, hat man genau das gemacht. Also hat man genau das bewirkt, was sie wollten. Und wieso sollte ich meine Zeit verschwenden für jemanden, der
entweder langweilig ist oder der so emotional angreifbar ist, dass man im Internet Hass verbreiten muss. Also am besten ignorieren und drüber stehen. Ich will nur was ergänzen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zu Erlebnissen in sozialen Medien auch passt, aber also die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die sind auch wirklich, also die helfen bei Fällen von Diskriminierung im Arbeitsleben zum Beispiel. Ich kenne Fälle, wo Leute, die bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel diskriminiert wurden oder auch im Arbeitskontext diskriminiert wurden. Und also die Gleichbehandlungsanwaltschaft kümmert sich wirklich dann um diese Fälle und begleitet einen dann auch juristisch. Und also es ist jetzt nicht nur, dass es dokumentiert wird, sondern die tun auch was. Ich würde ganz gerne kurz eine Begebenheit erzählen, die mich jetzt in letzter Zeit sehr erschüttert hat. Ich kenne ich kannte, muss ich sagen, einen jungen Mann, der ist irgendwie Ende letzten Jahres aus der Türkei nach Österreich gekommen, hat hier einen Bruder, konnte bei dem unterkommen, der hat ihn begleitet für Asyl und alles. Die Behörde hier hat ihm nicht erlaubt, da zu bleiben bei dem Bruder, obwohl er überhaupt den Staat nichts gekostet hätte. Er ist in ein paar von diesen Asylunterkünften gekommen, die damals die türkis-schwarze Regierung gemacht hat, diese sammelgroßen Dinge, und hat sich vor ungefähr 2 Monaten das Leben genommen, wurde dann erst sehr lange nachher gefunden, und sein Bruder, der jetzt das alles erlebt hat, der auch sehr viel Rassismus erfahren hat, obwohl er alles richtig gemacht hat, Lehre gemacht, Status bekommen, beim Roten Kreuz als Volontär gearbeitet und so weiter. Der muss jetzt doppelt so viel arbeiten, damit er dieses Begräbnis zahlen kann und so. Also das ist mir einfach, das ist auch eine Geschichte, die mich heute hierher gebracht hat, obwohl ich sehr müde war schon. Und darum habe ich gedacht, ich möchte das auch einfach als, um das nicht so stehen zu lassen, das passiert. Kein Mensch von diesem, obwohl das in der Stadt war, kein Mensch von diesem Flüchtlingshaus ist ans Begräbnis gekommen. Auch niemand von den Leuten, die aus dem gleichen Land sind, und nehme ich an, man hat es ihnen nicht gesagt. Und ja. Und jetzt bekommen wir hier eine schwarz-blaue Regierung in Salzburg, und ich tue mir sehr schwer, sehr hoffnungsvoll zu sein in diesem Moment. Und auch, wie kann ich diesen Bruder, der überlebt hat, der schon einen Bruder im Heimatland durch Gewalt verloren hat, wie kann ich dem helfen? Oder ja, wie kann man Hoffnung geben? So. Dankeschön. Dürfte ich da ganz kurz was dazu sagen? Ja, ich würde auch kurz was sagen. Also, das Asylsystem ist, glaube ich, einer der rassistischen Institutionen oder halt Konstrukten des österreichischen Staates. Ich wollte es eigentlich auch als Thema der Podiumsdiskussion aufnehmen, aber es hätte halt irgendwie den Rahmen gesprengt. Aber ja, ich glaube, dass Sie da sind, dass Sie diese Person kennen und hoffentlich auch andere, die Mut machen, die Freunde sind. Ich glaube, das ist etwas, was sehr viel Hoffnung bringt. Aber ich glaube, du willst ja auch was sagen. Ja, ich wollte Ihnen das Gleiche sagen, was du sagst. Ich glaube, das ist eben das auch, manchmal wird das Individuelle, was wir tun können, oft habe ich das Gefühl, so abgetan. So, das ist ja nur individuell, was wir dann tun, und was hilft das? Das ändert ja nicht das System.
und das ist ein berechtigter Gedanke, aber ich glaube, in solchen Fällen ist es einfach dieses Dasein für jemanden und die Möglichkeit zu haben, mit jemand anderem diese furchtbaren Dinge zu erleben, kann etwas Weltveränderndes sein. Ich darf nur die Geschichte von meinem Vater erzählen, der damals eben aus Bosnien geflüchtet ist mit uns und viele Familienmitglieder verloren hat. Und der erzählt mir heute noch vom Herrn Hauser. Und was hat Herr Hauser gemacht damals? Ich bin im Lungau aufgewachsen. Der hat nichts gemacht, außer dass er meinen Vater als Menschen wahrgenommen hat und mit ihm als Mensch diskutiert hat. Und er war der erste Mensch, also mein Vater hat alle Menschen mit per Sie angesprochen und mein Vater ist ein zutiefst religiöser Mensch. Und Herr Hauser hat zu meinem Vater gesagt so, Eyup, nicht Sie zu mir sagen, ich bin du, nur Gott ist über den Menschen. Diese Geschichte, mein Vater bekommt heute noch Tränen in die Augen, wenn er diese Geschichte erzählt. Das hat das Ganze, die furchtbaren Sachen nicht irgendwie verschwinden lassen. Aber diese Begegnung mit einer Person, die mir als Mensch begegnet ist und etwas einfach Nettes, Freundliches auf Augenhöhe gesagt hat und irgendwie ja, auch Augenhöhe hergestellt hat zwischen diesen Personen, war etwas, was ihnen Normalität gegeben hat in dieser Situation. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns immer wieder sagen müssen und auch erkennen müssen, dass diese Dinge oft nicht die Welt verändern, im Allgemeinen, im Großen, aber vielleicht die Welt für die Person zumindest ein Stückchen gerade drücken können. Und das ist auch extrem wertvoll und was Wichtiges ist. Lass uns sein. Lass uns sein. Sein in einer Welt, in der Schwarz und Weiß nichts als Komplementärfarben sind und man sich weder nach links dreht noch nach rechts. Lass uns sein. Sein an einem Ort, an dem mein Dasein dich nicht einschränkt. Und ich dort beginne, wo du aufhörst. Lass uns sein. Sein in einem Gedicht, dessen Strophen unendlich sind und Verse metaphorische Gedankenstriche ziehen. Komm, wir reden. Reden über dies und jenes, über hier und jetzt. Reden über alles Mögliche, vergessend, dass alles möglich ist und alles Mögliche nur das Unmögliche meint. Reden über eine Zukunft, in der Oberflächliches keine Rolle spielt und Können am Verstand gemessen wird. Reden über eine Welt, in der Schwarz und Weiß nichts als Komplementärfarben sind.